Break News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter breaknews.net. Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, und hier ist der Detlef von Wake News Radio. Ich heiße euch zur heutigen Sendung herzlich willkommen am 25. September 2012. So langsam, ne, gehen wir aufs Ende dieses doch wichtigen Monats hin. Und wie ich es immer gerne mache, ich begrüße natürlich auch alle Zuhörer von milen-fm.lu oder .net. Ja, die hören jetzt hier auch live mit zu. Übrigens auch im Mumble, ne, nicht, dass ich vergesse. Da kann man dann auch mal hineinschneien. Und wer das nicht so auf Anhieb findet, kann das natürlich tun, denn zu jeder Sendung, so meistens zumindest, veröffentliche ich ja auch eine Ankündigung auf meinem Blog mywakeness.wordpress.com, vor allen Dingen auch deshalb, weil ich ja im Moment meine Webseite noch nicht wieder bearbeiten kann. Das heißt, wakeness.net als solches, Hauptseite, liegt seit dem 22. Mai 2012 brach.
Ja, also man kann schon einiges da finden, aber ich kann es nicht bearbeiten, weil man nahm mir alle meine Senderunterlagen, meine Computer, meine Software, meine Hardware, alles weg. Aufgrund von Bestrebungen der BRD-Behörden mit Hilfe der Schweizer Sicherheitsbehörden hier Polizei. Polizei. Okay, wir kämpfen immer noch darum, dass ich es wieder kriege. Schauen wir mal. Bin ich natürlich nur eingeschränkt hier, operationabel, aber deshalb mache ich trotzdem Wind wie sonst was. Ist ja logisch, oder? Ich lasse mich hier nicht unterkriegen. Von niemand. Von wirklich niemand. Ja, also, wie gesagt, heute wird es insofern spannend, weil ich habe natürlich ein Thema gewählt heute. Das lautet oder das Thema lautet die Qual der Wahl. Ja, was es damit auf sich hat, werden wir gleich dann alles mal durchgehen. Ich habe natürlich noch vorher so ein paar Dinge, die ich durchgehen möchte mit euch zusammen, weil die Wogen, die gingen schon wieder hoch her am Wochenende. Da war ich nämlich schon wieder aktiv und habe da ordentlich mitgemischt. Ne, ist ja logisch, muss ich auch zwischendurch. Weil es ist ja so, und das ist schwierig zu verkraften für jeden, der in einer Machtsituation steckt. Ne? Ob das jetzt ein etablierter Staat ist, ob es ein Diktator ist sogar, oder ob es irgendwelche Regierungen sind oder Globalisten, die Dims und die Crabs, wie ich sie mal nenne, übrigens Dims, Abkürzung für die dominante, irrsinnige Minorität, die alles hinter den Kulissen lenkt und steuert, für viele eine nicht sichtbare Schattenmacht. Ja, oh, Macht. Oh, das ist schön, dass das noch ist. Ne? Okay, und ja, und ich erzähle das auch mal so ein bisschen lockerer und ein bisschen witziger, ne? Damit das nicht so, ja, so wie ZDF wird immer abgelesen, ne? In der ersten Reihe, ne? Oder beim ARD, da haben sie alles vor sich liegen. Obama kann ja zum Beispiel ohne so ein Monitor, wo man so, den sieht man auch nicht so. Das ist irgendwie so, ja, das haben sie jetzt geschickt gemacht, dass den also andere gar nicht sehen. Aber der, wenn der etwas ohne das, ne, sagen soll, dann kommt der kein Wort raus. Ne? Ich bringe aber auch zwischen, wenn ich mal live bin, bringe ich auch mal so ein da mit hinein. Ne? Das gehört dazu. Das ist live. Ne? So wie wir reden. Ich lese das hier nicht ab von irgendeinem Blog, ja, oder von irgendeiner einem Laptop hier auf dem Bildschirm. Ja, höchstens, wenn ich was direkt zitiere. Ne? Also, dann ist natürlich klar. So. Also, das ist für Mächtige nicht so einfach zu verkraften, denn Journalismus ist, und das hat uns George Orwell gelehrt, und ich muss das immer wieder sagen, weil ich es so schön finde, dass Journalismus immer das ist, etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Ne? Alles andere ist Propaganda. Und okay, vielleicht hin und wieder, ja, sagt man auch mal was Gefälliges, ne, weil man irgendeine Sache unterstützen will oder ja, mach auch mal Werbung zwischendurch für irgendwas. Was ich aber finde, was der Sache dienlich tut. Ne? Aber das meiste also ist unbequem und da gibt es genügend Leutchen, die dann sagen, da hau mal drauf, das wollen wir nicht, dass das rauskommt, diese Informationen, das muss ein Schluss haben hier, das muss zu Ende sein. Und dann wird drauf gehauen auf die Freiheiten der Menschen. Ja, denn auch ihr müsst die Freiheit haben, Informationen aufnehmen zu können, die auch mal anders lauten. Ja, natürlich ist das, was ich sage, auch entspringt ja meiner Ansicht und meiner Aufnahme von oder Weiterverarbeitung von Informationen. Und das geht natürlich durch meinen Filter. Also ungefilterte Informationen weiß ich gar nicht, ob es die wirklich gibt. Höchstens, wenn man es selbst erlebt. Und dann, wenn man es dann mit jemandem vergleicht, der das auch gesehen hat, der sieht das wieder ganz anders. Also jeder hat seine Sichtweise, auch seine Aufnahmekapazität. Und bei dem einen geht das rechts rein und links wieder raus, ohne dass was hängen bleibt. Das soll es geben, ja. Und bei der anderen, da kommt es irgendwie rein, aber dreht sich ein paar Mal drumherum und dann bleibt nur das hängen, was hängen bleiben gewollt wird. Gewollt sollen sein, oder? Naja, ist schon okay, ein bisschen schwierig, das genau auszudrücken. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ganz ungefiltert, so ganz ungezielt und ganz ungestreut und was weiß ich, wird man nie was finden, also selten, sagen wir so.
Aber nichtsdestotrotz mache ich mich da durchaus, setze ich mich gerne in die Nesseln, auch durchaus bei Leutchen, ja, die ich schon mal in meiner Sendung gehabt habe oder für die ich mich mal engagiert habe oder was auch immer, wenn ich der Ansicht bin, dass es notwendig ist. Ist doch ganz klar. Und deswegen habe ich jetzt hier am Wochenende eine Berichterstattung gebracht mit dem Titel Gefährliche Unrechtszustände auf deutschem Terrain. Und dazu hatte ich dann also nicht nur einen Artikel bei myawakenings.wordpress.com gebracht, sondern natürlich auch ein Video gedreht mit einem Live-Interview, was ich aufgezeichnet hatte, am Wochenende mit einem betroffenen Opfer dieser Situation, dieser Unrechtssituation auf deutschem Terrain, ist vielleicht besser zu sagen. Und das spielte ich übrigens auch vorher vor der Sendung ein als Tondokument. Und das sollte sich jeder, der sich für diese Sache interessiert, durchaus auch nochmal ansehen, durchlesen oder beziehungsweise die Aufzeichnung anhören. Das ist bei YouTube zum Beispiel erschienen. Und das hat so ein bisschen Wellen geworfen, das hat man ja auch erwartet, ne? Viele haben gesagt, ich kann meinen Kommentar da gar nicht reinposten. Nein, ich habe schon vorsichtshalber, ich bin ja auch nicht rund um die Uhr hier dabei, hier Kommentare zu durchzusehen und eventuell solche, die diffamieren oder die trollig sind, ne? Wer den Ausdruck nicht kennt, muss man mal nachsuchen. Ja, die trollig sind, da zu entfernen. Also deshalb habe ich da immer Kommentarfreischaltung gemacht und das waren so viele, da musste ich erstmal Zeit zu haben. Ne? Und einige haben dann gleich gesagt, negativ, ne? Bewertet, man kann das ja bewerten. Das habe ich übrigens offen gelassen, warum nicht, Mann? Komm, sollen sie bewerten. Weil ich das nicht rechtzeitig ihren Kommentar freigeschaltet habe. Ne? Und es gab vielleicht sogar auch einen oder anderen, den ich gar nicht freigeschaltet habe, weil der irgendwie komplett daneben war. Ne? Das muss ja auch nicht sein. Sind ja auch meine Medien. Ne? Kann ich auch da, ne? Poste du da mal irgendwie bei der Blindzeitung irgendwas rein. Ne? Du musst du auch freischalten lassen. Also es ist halt so. Ja. Also ich muss auch ein bisschen aufpassen. Ne? Sonst hier, dann schieben sie mal alles Mögliche unter. Das wird ja gerne gemacht, um mich so ein bisschen zu diskreditieren. Ne? Okay. Also ist es hochinteressant. Und ich habe natürlich ganz viele Kommentare hier auch, die ich heute noch mit euch durchgehen werde. Auch natürlich zu dieser Sache, weil die hängt natürlich immer auch mit dem Thema ein wenig zusammen, was ich so berichte. Nämlich eben über Ungerechtigkeiten auf der einen Seite, über Rechtssituationen, die wiederum in Unfreiheit münzen könnten und natürlich der allgemeinen Matrix-Situation, in der wir uns befinden, aber natürlich auch des Aufbrechens der Matrix und dazu gehört auch das heutige Thema. Ja, also wie gesagt, ich wollte einen kleinen Rückblick bringen. Es gab also viel Feedback zu meiner letzten Veröffentlichung, die nicht im Radio direkt kam, sondern eben auf YouTube hochgespielt wurde und auf meinem Blog mywordpress.com veröffentlicht wurde. Und da ging es um meine Person, die Katrin Kuhn, der man auch, wenn dort die Möglichkeit ist, durchaus helfen kann. Also hört euch das nochmal an. Wer die Möglichkeit hat, helft ihr, weil die ist wirklich, steht vor dem Nichts. Die muss wieder ganz von vorne anfangen. Und das mit zwei noch relativ kleinen Kindern ist schwierig. Ne? Also könnt ihr helfen. Ja, das war das eine. Und eben, wie gesagt, da ging es um die Neubildung eines neuen Gebildes hier, einer RFD, also Republik Freies Deutschland, so nennen sie sich. Eine Organisation, die dort einen neuen Staat im Staate, ne, vermeintlich, zumindest auf deutschem Terrain gegründet haben, zu haben glaubt. Wissen wir ja nicht, ob das alles stimmt oder nicht. Und das war so ganz interessant. Also da will ich das nicht wiederholen, das kann man sich anhören. Ja, und dann muss ich noch einen Kommentar loswerden, auch zu einer anderen Veranstaltung, die ich da mir angeschaut habe als Video, allerdings nicht 100%, nur so, sagen wir mal, 40% oder 50%. Ich habe so ein bisschen weiter geschoben jetzt dann. Ja, so eigentlich nur so. Und zwar ging das um die Intronisierung eines Königs, nämlich König Fizek. Auf deutschem Terrain. Die neueste Masche. Dort, da gab es also einen Film, den ich mir angeschaut habe, eine Aufzeichnung auch dieses Geschehnisses. Auch noch gerade eben erst geschehen.
Und zwar war das in irgendeiner umgebauten Werkshalle oder so, fand das statt, irgendwo in den neuen Bundesländern. Dort, ja, ich habe mir das angeschaut und war so, also sehr baff. Also ich habe gedacht, das wäre eine Komödie. Ne? Eine Komödie auf deutschem Terrain. Aber irgendwie, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin ein bisschen verwirrt. Aber okay, ihr könnt mir da eure Infos und Informationen da auch zusenden. Zum Beispiel könnt ihr hier mir auf der Seite wakenews.net, Wake News Radio, beispielsweise auf den Chaträumen, die ich da habe, United We Strike, Wake News Radio, und da habe ich noch einen dritten, da unten, United We Strike, auch noch drin. Weiß ich auch nicht, warum ich das auch noch drin habe, aber gut, ich habe es halt drin. Könnt ihr mir da rein posten, ja, oder mir eine E-Mail zusenden oder radio at wakenews.net. Also wie, ich habe das eben auch, diesen Film hatte ich hier, hatte ich gesehen bei jemandem, den ich eigentlich schätze als durchaus kompetenten Journalisten auf seiner Webseite, und war also da ein bisschen, also ich meine, wenn man das dann kommentiert, okay, ich bin da hingegangen, weil ich mir das mal angucken wollte und so, und finde das aber hier und da und das mal an sich, und fände ich das ja noch irgendwie lustig. Aber das schien hier so ganz ernst. Ne? Das schien ganz ernst. Ich habe da echt, ich war ganz fassungslos. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt die letzten Tage nicht so viel zu lachen. Ja, das gibt's auch bei mir mal. Aber da habe ich mir das nicht ganz verkneifen können. Also gut, ich bin ja, ich sage auch meine Ansicht dazu. Gell? Kann man mich dann in der Luft zerreißen? Und ich möchte nicht, dass ich hier irgendwelche religiösen Königsgefühle bei irgendjemandem verletzt haben sollte, dann entschuldige ich mich natürlich auch gerne dafür. Ne? Okay. Ja, also das ist schon interessant. Ne? Also, okay, also das war so mein zweiter Eindruck hier vom letzten Tagen. Ja, und dann haben wir hier noch, was haben wir hier? Ja, gut, ich wurde auch gefragt hier, Mensch, wie ich das hier handhabe, weil ich habe in der Vergangenheit auch sehr viel VSV und also Vereinigten Selbstverwaltung propagiert und auch dafür geworben. Ich habe aber jetzt hier selbst auch persönliche Entscheidungen getroffen, mich von dieser Vereinigung zu trennen. Bin also da nicht mehr Mitglied und arbeite da nicht mehr in irgendwelchen Funktionen mit. Nur, also als Info, weil ich bekam hier unzählige Fragen rein. Das möchte ich hier ganz nur ganz kurz eben erwähnen. Und da wird man fragen, wieso das denn? Ja, also ich habe einerseits natürlich, bin ich jetzt ganz froh, weil dadurch wirklich also keine Interessenkonflikte mehr da sind in irgendeiner Form. Ich bin also unabhängig, ja, wie ich es immer sein wollte mit meiner Berichterstattung, obwohl ich das eigentlich auch immer vertreten konnte, weil es um Rechtsfragen ging und um keine politischen Angelegenheiten in dem Sinne. Und ja, und natürlich der Grund waren persönliche Differenzen, sagen wir es mal so, ja, persönliche Differenzen. Und es gab auch unterschiedliche Sichtweisen, dass ja, ich zum Beispiel der Ansicht bin, dass ich ein Medium bin oder habe, was ich selber und allein gestalte. Ja, auch die Art und Weise, wie ich da mit den Sendungen verfahre, zum Beispiel, ob ich da jetzt eine DVD davon rausgebe oder nicht, ob ich die zum Verkauf anbiete oder nicht. Und da lasse ich mich ja so kaum reinreden. Ich glaube, es würde das ZDF auch nicht machen oder ja, irgendein anderes Medium. Ne, die Blindzeitung würde sich auch keine Vorschrift machen lassen, wo sie es veröffentlicht, wie sie es veröffentlicht, was sie schreibt, würde sie wahrscheinlich auch nicht. Das haben wir ja schon häufig erlebt. Okay, aber unabhängig mal davon, also das sind so, das waren so Konfliktpunkte, und die haben wir jetzt damit beseitigt. Also das wollte ich nur erklären, weil es die Fragen kommen, und dann, ne, da wisst ihr Bescheid, dann ist das damit gesagt. Ja, und dann ist es natürlich so, weil ich es gerade eben angesprochen habe, natürlich brauche ich Unterstützung, weil ich mache das ja ohne Bezahlung. Ich gehöre nicht zu irgendeinem Konzern, ich gehöre auch nicht zu irgendeiner politischen Organisation und irgendwelcher Stiftung oder was weiß ich. Und ich habe keinen Mäzen, ich habe auch keinen Hauptwerbungtreibenden, der mich unterstützt oder so, von dem ich natürlich dann auch die Anweisung akzeptieren müsste. So immer das alleine, macht das eigenverantwortlich und muss mich auch irgendwie durchschlagen. Ja? Und dadurch
Ja. Wie macht man das, wenn man nicht kommerziell ist? Das geht eben nur, wenn man Zuhörer unterstützt ist und Zuseher unterstützt ist oder Nutzer unterstützt ist, wenn man was Spenden kriegt, was ich auch immer wieder kriege. Klasse. Sonst ging das gar nicht. Und dann biete ich jetzt eben auch mal meine Sendung an. Hier, da habe ich gesagt, DVDs. Also ich mache DVDs hier von meinen Sendungen, die ich ja so auf YouTube auch hochgeladen habe, weil wir ja nie wissen, wie lange bleibt das da. Ne? Wann schalten sie meinen Kanal ab? Ne? Oder sonst was. Gell? Und deswegen biete ich das an. Findet ihr auch einen Link, wer mich da unterstützen will. Das ist zum Beispiel etwas, das ist, was ist da verkehrt dran? Ne? Also ihr könnt mich da unterstützen, ihr könnt so eine DVD ordern oder was auch immer, verschiedene. Ich habe auch eine CD, Best of Detlef, jetzt mal geplant rauszubringen und das so in Folge. Ne? Ich meine, natürlich, kriegst du, wenn du in den Laden gehst und kaufst irgendeinen alten Hollywood-Schinken, den sie so 50 Mal ausgelutscht haben, irgendwo und 300 Mal durch alle Sender gequält haben und so, die kriegst du für 2 Euro hinterhergeworfen. Weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber meine Sendungen sind eben was eben von mir ist und ja, und allenfalls bei YouTube zu hören oder zu sehen sind. Und dann, wenn man die bei mir bestellt, dann kriegt man die vom Original hier runtergepresst, quasi vom Detlef persönlich. Und dafür kann ich doch auch was verlangen. Und das ist ja wie so eine Art Unterstützung auch für meine Arbeit. So sehe ich das. Gell? Könnt ihr euch da informieren, wer mich da unterstützen will. Da wurde mir auch ein Vorwurf gemacht, wenn die Leute das erfahren, dass du deine DVD verkaufst und was weiß ich und dann für den Preis. Das sage ich doch ganz offen und ehrlich. Und das muss doch keiner kaufen. Wer es nicht kaufen will, lässt sein. Aber wer mich unterstützen will, tut. Und wer es sich leisten kann. Nicht jeder kann es sich leisten. Okay. Signieren nicht vergessen, Schabe. Ja, das habe ich auch gesagt. Ja, ich hab dann gesagt, ich signiere auch meine CDs oder DVDs, die ich dann rausschicke, gern. Oder was auch immer. Ja. Einfach, weil es dann was Besonderes ist. Es ist auch was Persönliches. Da wurde ich fertig gemacht. Wo sind wir hier denn? Persönlichkeitskult, Personenkult. Ja, was ist denn der Detlef von Awakeness Radio? Das ist eben der Detlef von Awakeness Radio. Ich habe sogar mein Counterfei. Das ist der Ausdruck für mein Abbild. Ne? Habe ich da rausgegeben, weil ich einfach jetzt auch zu sehen bin. Ne? Auch hier, jetzt. Jetzt winke ich gerade mit den Händen. Ne? Kann man später sehen. Auf dem Video. Ist das Persönlichkeitskult? Ja, natürlich. So was ist schon. Aber ich sage eben das so, wie es ist, wie ich es empfinde, wie ich sehe. Also ich finde da nichts Verkehrtes dran. Wer das nicht mag, und es gibt viele Leute, die sagen, den kann ich mir nicht anhören. Schon gar nicht angucken. Ja gut, ich kann auch viele Leute nicht sehen, also nicht hören. Ja. Okay, also da so ist das halt. Damit müsst ihr leben. Ja. Okay, also Detlef ist halt Kult. Punkt, sagt einer. Chatraum. Also, ich kann nicht dran vorbei. Ne? Kultusminister. Ich werde Kultusminister von Awakeness Radio. Ich gründe meinen eigenen Staat jetzt. Hey, das wäre doch jetzt. Komm, wer macht mit hier? Ich mache meinen Awakeness Radio-Staat oder TV-Staat oder was? Wie sollte das Ding heißen? Machen wir hier Kaiser. Wir fangen doch nicht mit Königen an. Hier machen wir gleich Kaisergeschichtchen oder was? Oder Hauptkaiser oder Oberkaiser? Gibt's auch Oberkaiser? Vielleicht auch, ja, nee, macht mal Vorschläge, wie man den Titel nennen könnte. Gell? Oder? Oh Mann, ey. Also hier so gelacht habe ich über diese Intronisierungs-König-Fizek-Komödie da. Also das war nicht zu glauben. Sorry, aber jetzt muss ich jetzt einfach so sagen. Das ist meine Ansicht. Ja. Das ist nicht gut journalistisch ausgedrückt, was ich gesagt habe. Ne? Nee, ich weiß. Aber das muss auch mal sein. Ne? Okay, also insofern bin ich jetzt wieder vogelfrei, ne? Also in Bezug auf irgendwelche, ja, und so weiter. Was haben wir noch hier? Ganz herzlich bedanke ich mich natürlich auch immer bei den Musikern, okay? Die mir mal unsere Musik zur Verfügung stellen. Wir hörten also eingangs hier zur Sendung Dub Down von Manuel A. Punkt, ja, vor der Sendung. Und dann natürlich hier von Dano, at danosongs.com, Riding the Banshee. Ja, auch ganz nett.
Und damit also, wie gesagt, ja, also Leutchen, also hier auch immer wieder mal ein bisschen andere Musik hören können, ja, da lade ich also alle Musiker, DJs, Bands, Musikproduzenten ein, mir hier ihre Musik mal reinzuschicken, als MP3 unter radio@wakenews.net. Ne? Ich habe jetzt auch so einen Music-Channel, den hatte ich schon vor, ein bisschen früher, also auch aktiv zu betreiben, von Wake News. Da will ich dann auch die entsprechenden Musiker, die uns hier unterstützen, also Produzenten, Bands und was weiß ich, vorstellen. Das kommt natürlich Stück für Stück und nicht böse sein, einer am anderen, kann ich alle gleichzeitig, je nachdem, wie ich es hinkriege. Ne? Und wie gesagt, eine Hand wäscht immer die andere. Ne? Ich promote dann, das ist ein neudeutsches Wort, ne? Ich promote dann natürlich auch euch und eure Musik. Ist ja klar, oder? Nur das letzte Mal, ne? Wir am 22. Mai 2012 haben sie mir alles weggenommen. Da waren meine ganzen Dateien drauf. Ne? Die ganze Musik habe ich schon gar nicht mehr. Versucht da das eine oder andere wieder zurückzukriegen. Das kann natürlich passieren. Wer weiß, vielleicht kommen sie bald wieder. Schickt mir König Fizek oder Präsident Frühwald hier seine oder ihre Truppen auf den Hals und stellen ein Rechtshilfeersuchen an die Basler Polizei. Ich glaube, die macht das für jeden inzwischen. Ja, kein Thema. Ja, dann kommen die wieder hier vorbei. Okay. Naja, gut. Also nee, ich muss mal da, ein bisschen Spott muss schon sein, oder? Das ist wirklich also ganz merkwürdig. Ja? Okay. So, Leutchen, also das war mal so ein bisschen hier das Entree. Ne? Entree heißt Eintritts, Ansagen. Die Qual der Wahl, die heutige Sendung als Titel. Und wie komme ich da drauf? Ja, wenn ihr euch diesen Artikel anschaut, den ich veröffentlicht habe bei mywakeness.wordpress.com, ist das klar, weil wir bewegen uns ja in der Matrix, das ist immer wieder ein Thema von mir und viele sagen, wieso erzählst du immer von der Matrix, ist doch Käse, machen wir was anderes, machen wir unser eigenes Ding. Ja. Gut, klar, aber auf der anderen Seite müssen wir halt auch ein bisschen darüber sprechen, weil es mir ja darum geht, nicht die bereits aufgewachten und aufgeweckten und selbst aktiven Menschen allein hier ja, anzusprechen, sondern vor allem auch zu versuchen, dass wir den einen oder anderen noch finden, den wir mit aufwenden können, denn je mehr wir sind, ja, umso, ja, umso besser ist es für uns alle. Gell? Das muss jeder wissen. Das ist nicht ein Ding, was du nur für dich alleine machst, sondern wir hängen alle in einem Boot, in einer Sache drin und da sollten wir uns alle gegenseitig unterstützen und uns helfen, keine Frage. Ne? Ja, was werde ich heute mit euch durchgehen, die derzeitigen Ereignisse. Ich bin ja schon fast mittendrin. Dem Sturm in der Matrix. Das bedeutet die Qual der Wahl für uns, weil da gehen wir gleich durch, was das bedeutet. Die Herrschaften dieser Matrix, ich nenne die ja Dims, mit den Gefolge, direktes Gefolge, die Crabs, die Kriminellen, die alle Politiker regieren. Also die Herrschaften dieser Matrix wollen Zerstörung, wollen Versklavung, wollen Terror und Eugenik, um endgültig Herr über die Massen werden zu können, die ihnen bereits über den Kopf gewachsen sind. Ja, das ist schon mal was Positives, ne? Es gibt nicht nur die Bestrebungen zu Weltkrieg 3, zum Massenmord an Unschuldigen, an Zivilisten, an Kindern, an Frauen und alten, hilfsbedürftigen Menschen, sondern jedwede Freiheit soll genommen werden. Das Denken, das Handeln, alles soll kontrolliert werden. Maschinen, gehirngewaschene, in Trance versetzte Wesen sollen den Herrschenden dienen und so für deren Allmacht unbeschritten, ungerügt, unangezweifelt sorgen. Dazu werden die Menschen, die Rassen, die Religionen, die politischen und gesellschaftlichen, kulturellen Verschiedenheiten gegeneinander aufgewiegelt in einem weltumspannenden Terrornetz, gesteuert und gelenkt von den Institutionen der Gewalt der Dims, also der dominanten, irrsinnigen Minorität, seines Militärs, Polizei, Geheimdienste, selbsterzeugte Terrorgruppierungen und vieles mehr. Dieser Terror findet auch nicht nur im großen, weltumspannenden statt, sondern auch direkt vor unseren Füßen, wie es das Beispiel der Frau mit den beiden Kindern zeigt, über die ich ja am 23.09.2012 bereits berichtet habe. Bitte da nochmal
den Artikel und vor allen Dingen die Aufzeichnungen sich anschauen. Nur wollen wir das wirklich zulassen? Wollen wir uns dem Diktat dieser NWO-Terroristen unterwerfen? Sie sind nur ganz wenige. Wir sind ganz, ganz viele. Ja, und darüber möchte ich heute mit euch sprechen und diskutieren. Natürlich viele Dinge, die ich da mit euch zusammen durchgehen will, aber es soll auch von euch etwas kommen, nämlich ihr könnt mir zusenden unter radio@wakeness.net eure Ansicht, eure Informationen auch zu diesem Thema oder zu anderem, dann werden wir das gerne mit hineinnehmen. Gell? Okay. Ja, also, wie gesagt, der Punkt ist ja, und kommen wir da gleich vielleicht auf Informationen, die ich hier schon zugeschickt bekam, ne, per E-Mail an radio@wakeness.net. Und wie gesagt, keine Angst, ich lese hier keine Namen vor, wenn es nicht gewünscht ist. Und veröffentliche auch nur das, was ihr mir freigebt zur Veröffentlichung, beziehungsweise was ich durchaus für so öffentlichungswert halte, dass ich es vorlese. Ja, und wenn ich ja die persönlichen Dinge rauslasse, ist das ja auch kein Thema. Und da kommt was rein. Hallo Detlef, es ist immer wieder schön, einiges zu hören, was in keinen gleichgeschalteten Medien veröffentlicht wird, auch wenn sich die Schweizer Behörden dabei gegen dich missbrauchen lassen. Die Sache mit dem RFD, also Republik für freies Deutschland, ist ein großer Rückschlag für alle, die wieder Recht und Ordnung wollen, für Friedensvertrag, für eine neue Verfassung, für ein von Rothschild und so weiter freies Finanzsystem. Ich möchte, dass dies eine notwendige Selbstreinigung von ein paar Möchtegern-Leuten ist und das gesamte Erneuerungsbestreben für Deutschland keinen zu großen Rückschlag erhält. Gewalt ist nie der Weg zum guten Ende, denn wenn ich schon einen Friedensvertrag für Deutschland haben möchte, muss ich auch selbst friedliebend sein. Mach bitte so weiter, halt uns auf dem Laufenden. Danke dafür. Ja, ich danke auch dafür, weil das eigentlich ein guter Einstieg ist, auch noch zu dem einen oder anderen, was mir da über den Weg gelaufen ist. Es gibt derzeit eine ganze Menge Bestrebungen, eben aufgrund der schwierigen Rechtssituation, die es hier hat, in oder auf deutschem Terrain, wo sich also verschiedene Gruppierungen inzwischen hier darum schlagen, hier wer der Boss ist oder wer ein Stück vom Kuchen abbekommt, dass es eben vermehrt eben zu solchen vermeintlich interessanten Lösungen oder Lösungsangeboten kommt. Ja, und viele sind, auch weil die Leute, die es vorstellen, durchaus redegewandt sind und auch gute Argumente vorbringen und vielleicht auch Projekte aufzeigen, die interessant sind, sich dann aber in etwas hinein begeben, was sie dann nicht mehr selbst beherrschen können, abhängig werden davon oder eben in dieses rechtliche Niemandsland hineinrutschen, so wie es bei der Katrin Kuhn gewesen ist, dann wäre das also zum Beispiel eine Möglichkeit, da irgendwie ins schlechte Fahrwasser zu geraten. Und dieses schlechte Fahrwasser ist natürlich, dass man selbst unter die Erde kommt und eben darunter selbst persönlich leiden muss, obwohl man, lassen wir mal alle Politik und alles drumherum weg, wenn man persönlich in Not gerät, egal aus welchem Grund heraus, dann ist es natürlich wirklich eine schwerwiegende Sache und viele, viele haben diese Situation und nicht jedes wird hier so intensiv dargestellt oder kann auch nicht so intensiv dargestellt werden, wie ich das jetzt hier gemacht habe mit der Katrin Kuhn. Aber es ist ein Beispiel dafür, wie schnell das gehen kann, vor allem wenn es eben keine Recht und keine Ordnung mehr gibt, wie das hier anscheinend hier auf deutschem Terrain der Fall ist. Ja, das ist ziemlich erschreckend und deswegen dachte ich, muss man da auch im Moment nochmal drüber nachdenken, weil das hat auch Implikationen, nicht nur für die Leute, die eben auf diesem Terrain selbst leben, sondern natürlich auch für alle anderen drumherum, es geht um Verträge, Abmachungen, internationale Geschichten und alles, worin jetzt die Leute verwickelt werden,
Denn die Bevölkerung, ja, müssen ja nicht mal deutscher Herkunft sein. Auch die, die dort einfach leben, kommen ja auch in diesen Strudel herein, weil ja nichts mehr stimmt. Da ist ja nichts mehr in Ordnung. Auch ein Ausländer, der in der BRD lebt, ja, und dort BRD-Gerichtsbarkeit in Anspruch nehmen möchte, der ist ja auch verraten und verkauft, weil das alles eben keine Substanz mehr hat. Das ist so. Das ist, gilt auch für Leute, die jetzt nicht Deutsche sind. Und auch die sollten ein Interesse haben daran, dass diese Sache aufgeklärt wird. Ja, ja, das vielleicht so als Entree gar nicht schlecht. Und ich wurde auch in dem Zusammenhang vielleicht zu erwähnen gefragt, ja, was denn das hier so eigentlich sollte da mit dieser Veröffentlichung. Das hätte man ja nun gar nicht irgendwie so ganz verstanden. Gut, das ist immer jetzt eine Frage, wie man das sieht, aber ja, ich dachte schon, dass es eigentlich rüberkommt, was ich gesagt habe, aber es ist vielleicht doch wirklich wichtig, dass man nochmal so eine Zusammenfassung macht der Erkenntnisse eben aus dieser Situation, weil das hat ja auch mit dem heutigen Thema zu tun, weil wir natürlich auch diese Wahl der Wahl haben. Wir müssen uns ja entscheiden, wie bewerten wir das jetzt? Wie bewerten wir das, diese Situation, diese verschiedenen Angebote, die als Alternative sich darstellen für das eigentlich zusammengebrochene BRD-Konstrukt? Das ist ja immer deutlicher, dass das zusammengebrochen ist. Ja. Und insofern, ja, ist das also ja nicht so ganz einfach zu entscheiden, ne, für jemanden, der also da diese Fragen hat. Und deshalb will ich da auch nochmal anfangen, ohne den Namen zu nennen, die Frage, die dahinter steckte, hier steht, also Detlef, ich habe nicht wirklich verstanden, was die Frau mir sagen will, im Ernst, kommt die noch klar, ja, war die Frage. Ich hoffe und bitte dich von Herzen, kannst du das mal auf einem Blatt zusammenfassen. Außerdem sollte auch Herr Frühwald dazu Stellung beziehen. Ja, naja, auch gerne. Meiner Meinung nach gilt das, wofür sich das Volk entscheidet oder das, was sich durchsetzt. Das Problem, Massenmedien und BRD ziehen an einem Strang und treten auch gemeinsam auf. Anti-DIMS, also gegen diese Schattenmächte im Hintergrund. Warum? Es kann nicht jeder zum Jurist laufen und sich beraten lassen. Deshalb werden Leute wie Frühwald größer werden. Die Antwort von einem Juristen auf die üblichen Fragen war, ja, es ist wie ihr wollt und lacht und meint vergessen, sie ist einfach, es ist gut genug. Also so ein bisschen, ich lese jetzt nicht alles vor, aber sagen wir mal, so ein bisschen kommt hier raus, was ist eigentlich Sache, was ist eigentlich los? Und ich wollte mit diesem Video oder mit dieser Veröffentlichung eigentlich Folgendes sagen, dass man ihr alles rechtswidrig weggenommen hat, ihr habt und gut gestohlen hat, zum Beispiel das Pony und die Spielsachen und Schulsachen der Kinder geklaut hat, zerstört hat, man hat ihr Leben bedroht, sie hat sogar eine gebrochene Rippe, das habe ich gar nicht erwähnt, in der Sendung hat Angst vor Verfolgung um sich und ihre Kinder und sie hat keine Hilfe von BRD-Behörden erhalten. Und das galt für mich oder ist für mich ein herausragendes Beispiel für die Unrechtszustände auf deutschem Terrain, wo niemand mehr zuständig zu sein scheint und diese selbst oder neu ernannten Organisationen schon gar nicht, weil die sind sogar hier als Täter zu bezeichnen, gegen jede Vorstellung von Menschenrecht und überhaupt von Recht ist man da vorgegangen. Ja. Und das bestätigt er mir, dass das schon so ist, aber es waren ihm doch die Zusammenhänge irgendwie nicht so ganz klar und dann habe ich ihm einfach das nochmal geschrieben und gesagt, pass auf, erstens, es gibt Deutschland, ja, weil ich immer von deutschem Terrain spreche, es gibt also Deutschland und völkerrechtlich heißt das eben Deutsches Reich, ja, und dieses Deutsche Reich ist immer noch vorhanden, ja, das ist so. Das ist Fakt. Und es gibt Deutsche und die sind alle, wenn sie deutschstämmig sind und sich darauf zurückbeziehen können, es sei denn, sie haben ihre Staatsangehörigkeit bewusst abgelegt oder verändert zu einer anderen. Aber die, die Deutsche sind, deutschstämmig sind, dazu gehören auch viele von denen, die jetzt hier sagen, es gibt das Deutsche Reich gar nicht oder so, ja, haben wir auch schon ein paar Mal darüber berichtet, die sind alle trotzdem Staatsangehörige des Deutschen Reiches. Es ist halt so. Ja.
Aber es gibt keine andere Staatsangehörigkeit. Es gibt keine Staatsangehörigkeit Bundesrepublik Deutschland. Ja? Das gibt's einfach nicht. Ja? okay. Also, ja. Dann ist es eben so. Es gibt eine Nichtregierungsorganisation oder NGO, Non-Governmental Organization ist die Übersetzung dafür, genannt BRD oder Bundesrepublik Deutschland, die aufgrund der Besatzungsmächte zurzeit eine geduldete, ja, mehr oder weniger geduldete Verwaltungsorganisation ist, die die Gebiete des früheren Westdeutschlands und Ostdeutschlands, frühere DDR, umfasst. Ja, ob das jetzt rechtlich alles noch richtig ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber es ist Fakt, dass es die BRD ja gibt, also die ist da. Ne? Und es gibt diverse Wildwüchse jetzt inzwischen, die aufgrund der Rechtslage, eben dieser diffusen Rechtslage, versuchen, sich einen Teil dieses Kuchens abzuschneiden. Hier die RFD, also Republik Freies Deutschland oder auch dieses Neudeutschland, ein selbsternanntes Königreich mit dem selbsternannten König Peter Fizek. Und da die BRD ja kein souveräner Staat ist, das wissen wir, ist ja auch nicht der Nachfolger des Deutschen Reichs. Intern, sogar durch die eigene höchste Gerichtsbarkeit, nachweislich illegal seit 1953 geführt wird, denkt man die Bundesverfassungsgerichtsurteil von 25.07.2012 und aus dem aus 2008, wo ja klar gesagt wird, dass die Bundeswahlgesetze nichtig sind oder nicht in Ordnung sind. Da also dort Rechtsstillstand herrscht, ja, wird es also zunehmend dort zu anarchieähnlichen Zuständen kommen, ja, wie ich das eben in meiner Berichterstattung ja beispielhaft dadurch erzählt habe, da die BRD-Behörden einfach nicht mehr eingreifen, weil sie wissen, dass sie es offiziell ja gar nicht mehr dürfen. Ja. Vor allem, wenn man dann droht, ach, jetzt holen wir einen von den Besatzungsmächten da mit rein, zum Beispiel die Russische Föderation und so, dann ziehen sie sich zurück. Ne? Also es gibt aber auch Menschenrechte, ja, egal, ja? Ob man das jetzt nun will oder nicht, aber es gibt sie und diese werden aber eben von allen, inklusive BRD, mit Füßen getreten. Und das Fazit eben meiner Veröffentlichung am Wochenende war, es ist gefährlich geworden auf deutschem Terrain. Das ist die Message. Ja. Das ist ein Grund. Auch für die umliegenden Länder, die ja mit betroffen sind. Ja, dass man also da irgendwie Acht gibt. Ja. Also da, alle Deutschen, ja, die nachweislich also deutschen Ursprungs sind, Staatsangehörige des Deutschen Reichs sind, ob sie wollen oder nicht, denn es gibt keine Staatsangehörigkeit Bundesrepublik Deutschland, hat jeder die Aufgabe, sich eben Wissen zu besorgen und sich darüber kundig zu machen. Sonst ist man nachher abhängig von anderen und man wird Spielball von Mächten, die einen beherrschen wollen. Ja. Und auch da wurde ich immer gefragt, ja, was hat das jetzt mit der Selbstverwaltung noch auf sich, jetzt wo so viel da schlechte Sachen rüberkommen und Leute und so und Organisationen da im tiefen Fall sich befinden. Eine Selbstverwaltung ist einfach eine rechtliche Konstruktion. Das ist nach UN-Resolution A, Res 56/83, Artikel 9, eine juristisch-völkerrechtliche Möglichkeit, sich in einem nicht souveränen Staat selbst zu verwalten. Das ist jetzt hier beispielsweise in Deutschland so, ne? Beziehungsweise in der BRD-Konstruktion. Und dies gilt aber nur für die jeweilige Person. Das heißt, jeder, der in der Selbstverwaltung steht, muss eigenverantwortlich handeln. Das ist die beste Form der Verwaltung. Da hat nur einer das Sagen, nämlich man selbst, und zwar ganz allein. Da kann einem keiner in die Suppe spucken. Ja? Und dass es Gruppierungen oder Menschen gibt, die Machtmissbrauch ausüben, gar bis hin zu kriminellen Aktivitäten, das hat es ja immer schon gegeben, ne? Das ist leider. Ja. Und die Spreu trennt sich halt vom Weizen. Heutzutage sind halt die Informationsmöglichkeiten wesentlich besser und schneller als zu Zeiten des Dritten Reiches oder anderen Diktaturen, das war ja woanders auch ähnlich. Da wird es also einfacher für jeden, daran zu arbeiten. Ich gebe ja zu, dass es nicht so ganz einfach ist, wenn man so gehirngewaschen in der Matrix lebt, dass man überhaupt nicht mehr mitkriegt, was wirklich läuft und einfach nur noch Fernsehen guckt. Okay, dann kriegst du eben nur die Informationen, die aus dem Fernseher kommen.
Und wenn wir das wissen, was George Orwell da gesagt hat, deshalb sage ich das im Eingangs immer, dass Journalismus das ist, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird, dann ist das klar, dass das, was veröffentlicht wird, vor allen Dingen, wenn es Staatssender sind, oder Regierungssender, oder Sender, die in Abhängigkeit eben von Mächtigen stehen oder die zu Konzernen gehören, immer natürlich die Informationen von denen rausgeben, die dahinter sitzen, denen das gehört, die das wollen, dass diese Information rauskommt. Und wenn man das weiß, dann allein nur diese Information verarbeitet, dass das so ist, wacht man automatisch auf und orientiert sich auch woanders. Ja? Und wenn man dann weiß, dass auch die vermeintlich gut informierenden Medien, ne, so mal, die sowas Besonderes bringen oder na, so. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil, ja, das muss einem dann muss jeder selber drauf kommen, das ist ja auch von Land zu Land unterschiedlich. Ich rede ja nicht immer nur vom deutschen Gebiet oder von der deutschen Sprache. Wenn man das also dann durchblickt, dass vielleicht ein Medium X auch noch dazugehört und einfach nur ein Ausläufer ist, ne, der so ein bisschen draußen ist, oder dann, wenn man auch noch weiß, dass die sich gegenseitig fetzen, ne, über die Grenzen hinaus, trotzdem zum gleichen Konzern gehören, weil die ja global aktiv sind und dieser Konzern übrigens dann auch noch diesen wenigen gehört, ja, und die damit also die größten Konzerne in der Hand halten, dann weiß man, dass das eben keine frei zugängliche Informationsquelle ist, sondern eine Propaganda. Das ist ganz klar. Weil die wollen doch nicht Informationen rausgeben, die kritisch zu sich selbst sind oder zu ihrer eigenen Tätigkeit. Okay, ich meine, wer kritisiert sich schon gern? Ne? Selber Fehler einzugestehen, selber auch mal zu sagen, Mensch, also das habe ich verkehrt gemacht oder hier, da habe ich, das hätte ich besser machen können. Okay, wer macht das schon gern? Gern macht das keiner, aber notwendig ist es trotzdem. Und ja, ich meine, ich will mich jetzt hier nicht als den Engel darstellen oder was auch immer, aber ich denke schon, ein bisschen Selbstkritik darf ruhig sein. Das muss man auch nicht immer so öffentlich machen, aber so insgeheim denkt man auch schon mal, das hätte ich besser machen können. Ne? Okay, es ist halt so. Wir müssen das selber uns auch in die Nase fassen und ich tue das auch für mich. Also ich bin nicht der Engel oder mache nicht alles richtig oder ja, will ich mich auch nicht so hinstellen, bitte. Ja, nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber ich will darüber offen sprechen, weil das notwendig ist. Und auch so in den Matrix-Medien kommt das ja schon mal vor, dass die sich auch sagen, hier, das haben wir falsch berichtet oder das haben wir vergessen oder was auch immer. Das geht. Ja. Okay. Jo, was ist hier? Da hat schon wieder einer hier Probleme, meine Sendung zu hören oder was? Ja. Neu geladen geht nichts. Tja. Ja. Jetzt hört er nichts. Ich würde das jetzt überprüfen. Komm, das kann ich ja. Mach mal selber einen Player an hier, ob ich was höre. Und? Höre ich was? Im Moment nicht. Also, doch, doch. Ich höre es. Ich hab's gerade ganz laut gestellt. Ich höre das. Also, das geht. Also, müsst ihr nochmal aktualisieren. Gegebenenfalls. Manchmal bricht das einfach ab. Warum das so ist, frag mich. Aber das ist eben so. Die machen die doktern ja überall dran rum. Oder wird irgendein Server gerade, was weiß ich, mal umgeschaltet oder die von dem Stream, die haben gerade irgendwie eine Überlastung, weil so und so viele Tausende von Leuten gleichzeitig da reingehen und was weiß ich. Ne? Okay. Also es ist halt so. Es ist nicht von mir abhängig. Das, was ich dazu beitragen kann, habe ich hier gemacht. Zumindest soweit ich das einschätzen kann. Ne? Okay, hier sagt einer, das liegt an den Abrissfirmen. Jawohl! Die reißen schon alles ab hier. Die reißen unsere Verbindung ab hier. Oh Mann, ey. Ja gut, also machen wir das. Hier, der Aufgewachte, der propagiert ja ein bisschen hier meine CD. Ja komm, hier, bestellt ein paar davon. Da kann ich die nämlich in der größeren Auflage mal pressen lassen, drucken lassen. Also hier, komm, müssen bis heute Abend 100 Stück reinkommen, also Bestellungen. Ne? Das lohnt sich dann. Ein bisschen mehr. Ja, ich kann es auch nicht ändern. Ich muss mich irgendwie auch rumschlagen und das geht's nicht. So, und übrigens steckt da eine Menge Arbeit drin, auch vom Aufgewachten, der hat das zusammengeschnippelt. Ja? Der hat das gut gemacht. Naja. Ja. Jetzt hier, was haben wir noch? Ja, also ich kam hier eine ganze Menge Infos rein und die eine oder andere von euch hier werde ich auch mit reinnehmen. So logisch. Ne? Hier steht,
Wir sind nur eine Minderheit, sagt einer. Hi, Detlef, du sagst es, wir sind viele und die sind wenige. Wenn du aber nur die Aufgewachten zählst, dann stimmt die Rechnung nicht. Denn dann sind wir wirklich wenige. Es ist leider Realität. Wir sind nur eine Minderheit. Die Doofen sind in der Mehrheit. Und deshalb ändert sich nichts. Da sehen unsere Chancen nicht sehr gut aus. Gruß an dich und die Hörer. Ja, du hast natürlich recht, aber auf der anderen Seite sind wir trotzdem die Mehrheit. Ja, und davor haben die ja irrsinnig Angst. Und es reicht ja schon, das haben die selber ja hochgerechnet. Ich weiß ja nicht, ich möchte nicht in deren Haut stecken. Die sind jeden Moment, sind die in Panik, in Angst selbst. Ja, die haben also ganze Think-Tanks, Denk-Tanks, ja, sage ich mal so lustigerweise, Denkfabriken arbeiten, um herauszukriegen. Deshalb gehört denen Google, YouTube, was, Facebook, das gehört doch alles zu denen. Um herauszufiltern, Mensch, wie viele sind es jetzt schon? Ah, zählst du mal nach, nochmal eine Hochrechnung. Und da haben sie die Hochgeschwindigkeitsrechner bei NSA stehen, das ist ein Gebäude, ich weiß gar nicht, da passt Fizeks Intronierungskönigssaal bestimmt tausendmal herein. Ja, ich war noch nie da, weiß nicht, aber sag's mal jetzt mal ein bisschen übertrieben. Da steckt der Hochleistungsrechner der NSA drin, der No Such Agency, also die Agentur gibt's gar nicht, weißt du was jetzt? Also die National Security Agency, die arbeitet auch nicht für die Amerikaner. Ja, die denken das nur. Die arbeiten natürlich für die Dims. Bezahlt von den Sklaven natürlich, aber ausgepresst von den Finanzämtern, Institutionen, logisch, die alle illegal arbeiten natürlich. Ja, zumindest in der BRD und in den USA übrigens auch. Ja. Verfassungsmäßig dürfen oder sollten dort nur solche Steuern zahlen, die selbstständig sind. Ja. Die selbst also irgendwie ein Geschäft haben. Aber es werden dort alle abgezockt. Egal wer. Okay, aber das ist noch ein anderes Thema. Wen das interessiert, kann sich da gerne mal einlesen. Da gibt es so viel Material darüber. Unglaublich, was da alles abgeht. Du hast also recht. Natürlich ist es so, dass viel zu wenige noch da sind, die wirklich das schon begriffen haben, in welcher Situation wir uns befinden und dass wir selbst es in der Hand haben, was mit uns geschieht. Nicht andere. Keine Naturkatastrophen, kein Krieg, kein irgendwas kann uns eigentlich an die Karre fahren. Eigentlich sind wir selber, ja, auf dem Fahrersitz. Nur, die meisten kriegen es nicht mit. Da gebe ich dir recht. Und deswegen ist ja meine Hauptstoßrichtung, so viele wie möglich mit meinen Möglichkeiten, mit eurer Hilfe zu erreichen, dass wir eben Leutchen ein bisschen aufrütteln können, dass die selber erfahren, weil du kannst ihnen kein Bewusstsein geben, das müssen sie selber. Ja? Und der andere sagt, nee, nee, da habe ich, das ist mir zu mühsam, da will ich nichts mit anmachen, ich will hier nur meine Fernseh gucken und Blindzeitung lesen und Bierchen trinken, was? Ne? Couch sitzen. Ja, das geht so lange gut, bis eben die Couch weggezogen wird, ja, das Bier zerschmissen oder ausgegangen ist, dann der Fernseher nicht mehr über Strom verfügt, ja, und man selbst in Sicherheit ist. Ja. In Sicherheit quadratisch mit Gittern umgeben, ja, dass man sich kaum noch bewegen kann. Und dann bist du komplett in Sicherheit. Ja, dann ist vorbei. Okay. Da haben wir auch die Wahl. Nicht? Deswegen, die Qual der Wahl. Die Qual der Wahl haben wir alle. Nicht? Welchen Weg gehen wir? Aber was ich eben vorher noch begann zu erzählen, ist, dass eigentlich festgestellt wurde und deswegen rechnen die ja diese Rechner Tag und Nacht und mehrmals und bis sie schon glühen. Und deswegen hier manchmal sind die Leitungen dann auch ein bisschen lahm, weil die das alles nochmal überprüfen, was er jetzt hier gerade gesagt hat. Vom Wakeness Radio. Da irgendwo, ne? Im Rechner. Ne? Dass die da überprüfen, wie viel sind es jetzt schon? Ja? Und wir wissen, dass ab 10% die Sache schon kippt. 10 bis 15% können die ganze Sache kippen. Also mehr brauchen wir gar nicht. Ja, und die anderen, die drehen sich dann aber um. Ach, haben wir einen neuen Rudelführer? Okay, alles schwenkt links, ne? Oder so. Oder rechts um. Ne? Wenn einer ein bisschen knackiger ist. Ne? Weiß ich, wer mal bei der
Bundeswehr war, der kann das nachvollziehen. Ne? Hier kriege ich gerade Bundeswehr von jemandem was zugeschickt. Aber Detlef, 5% der Bevölkerung machen sich ernsthaft Sorgen um die Zukunft. Dem Rest ist doch egal, was mit Deutschland passiert. Viele irrsinnige Sätze. Bestes Beispiel ist doch die Bundeswehr jetzt als schnelle Einsatztruppe Wildpolizei spielen darf. Wacht endlich auf. Mehr Wake News hören oder andere Blogs, die berichten über die Ungerechtigkeit. Jawohl! Das stimmt. Aber wie gesagt, wir... jedes Zehntel Prozentpunkt, das wir beisteuern, hilft uns auf die 10 bis 15%. Psst, 10. Vorsicht, alle die Ohren zuklappen. Jetzt die NSA, vorsichtig. Ne? 10 bis 15% brauchen wir. Ah, da muss doch ein Applaus geben. So, damit es der NSA auch hört, damit er weiß, jetzt musste ich zuschalten, was er jetzt wieder erzählt hat. Okay, also ja, das könnte so sein, dass das hinhaut. Ja, vielleicht kriegen wir es noch rechtzeitig hin. 2012 ist ja ein besonderes Jahr. Vielleicht kriegen wir es hin. Ja, ja, hi Detlef, Grüße an die Zuhörer. Hab zu spät eingeschaltet, worum geht's heute? Es geht ihm um das Gleiche. Was sagst du in Bezug auf den ESM und wie wird, kann es weitergehen? Kannst du wieder einen kleinen Überblick geben? Alles illegal. Was? ESM ist illegal. Das ist ja das Geschickte bei dem Bundesverfassungsgericht. Die sind ja ganz schlau gewesen. Und da steckt bestimmt ein bisschen Intelligenz dahinter. Anders kann man sich gar nicht denken. Dass sie, bevor sie irgendetwas zur Bundeswehr, zum ESM so gesagt haben, vorher gesagt haben, aber ihr seid ja gar nicht konstitutionell tätig. Ne? Also alles, was ihr macht, ist eh wurscht. Ist eh illegal. Ne? Das haben sie ja schon 2008 gesagt. Und jetzt reden wir, da Leutchen drüber berichten und so, früher, boah, hat das keinen interessiert. Ne? Wird es eben schwieriger für die Leutchen, sich da gegen zur Wehr zu setzen. Und hier Schäuble, da weiß man ja auch nicht genau, zu wem er eigentlich gehört. Ja, der sitzt so auf ganz verschiedenen Töpfchen schon. Ne? Der weiß auch nicht so richtig. Eigentlich kommt er ja so mehr aus dem Baden-Württembergische. Also der ist so Schwab. Ne? Also die Schweizer würden sagen Schwab. Ne? Schäuble. Ja, kann aber auch vielleicht irgendwie schweizerische Vorfahren haben. Das ist aber ein Gerücht. Weiß nicht, kann ich nicht beweisen. Aber der wünscht sich mehr Europa. Ja klar, weil das ist ja nächster Job, ne? Da soll er ja hin. Er soll ja ein ESM-Ritter werden. Ritter der Dems beim ESM. Nicht Retter, Ritter. Okay. Also Schäuble wünscht sich mehr Europa. Helfen Sie mit, das dumme Gerede der Euroskeptiker zu bekämpfen, sagt er hier. Na, ist erschienen. Ja, in der Matrix. Presse in der Badischen Zeitung. Das hier, Ecke, Freiburg, Breisgau, Emmendingen, Ortenau, Schwarzwald, Lörrach. Ach, das kennen wir doch. Vom Jobcenter Lörrach, habe ich ja schon mal berichtet. Waldshut und Elsass. Ja, meinst du, das lesen die? Oh Mann, na gut. Okay. Ja, in Offenburg war. Schäuble wünsche ich mir Europa. Huiuiui. Muss ich aber dann nochmal als Link reingeben. Meine, das muss ich ja immer, versuche ich, das immer mit reinzubringen, damit ihr es nachlesen könnt, was ich da so veröffentliche. Ja. Das sind jetzt schon so viele Links. Wird schon langsam, muss ich auch anbauen, jetzt hier auf dem Ding hier. Ne? Ich packe das jetzt einfach nur unten dann dran, ohne Kommentar. Sonst wird das zu aufwendig. Ne? Ich muss ja schon einen extra Editor haben, ne? Ein Editor. Ne? Nicht, dass das ist kein Filzstift. Ne? Das ist jemand, der mir hilft, die Sachen auszuarbeiten, zu bearbeiten, fein und schön zu machen, auszuputzen. Ne? Damit alles stimmt, oder? Na gut, also wir haben ja. Jedenfalls seht ihr, es ist doch lustig. Also ich finde die Matrix, wenn sie nicht so gemein wäre und so schädlich für den Einzelnen, für die Lebenssituation des Einzelnen, schrecklich lustig. Auch wenn das den einen oder anderen jetzt stören mag. Aber es ist so. Ja. Und ja, also insofern muss ich sagen, ja, bin sprachlos.
Aber wie gesagt, wenn wir alle zusammenhalten würden, okay, wir alle zusammenarbeiten würden, zusammenhalten würden und gemeinsam das Gute und das Richtige zu wollen, ohne irgendwelche Interessen Einzelner oder Gruppierungen eben, ja, von denen gehijackt zu werden, sozusagen, da wäre das sowieso in Ordnung. Ich weiß auch nicht, wie es der beste Weg ist. Natürlich, wenn du jetzt irgendwo zusammenkommst und irgendeiner ruft dazu auf, die Leute, denen fällt das ja nicht gerade ein, oh komm, wir treffen uns hier gerade mal irgendwo in Heidelberg vorm Schloss. Ja, passen sie sowieso nicht alle hin, aber okay, nur als Beispiel. Ja. Tja, also, weiß nicht, ob das jedem gerade so einfällt. Also meistens ist ja doch Leute, die dazu aufrufen oder Organisationen, die das machen. Es gibt schon wieder was Neues, habe ich gesehen. Will ich auch nicht vorenthalten. Ja. Ich habe so eine ganze Menge hier gekriegt. Da muss ich jetzt mal hier ein bisschen scrollen gerade. Ja. Okay. Also ich will jetzt hier nicht unbedingt unnötigerweise irgendwas killen. Ja, bitte nicht mich falsch verstehen. Aber zumindest ein bisschen Skepsis halte ich schon für angebracht. Es gibt eine neue Organisation. Ja. Aufbruch minus Gold, minus Rot, minus Schwarz. .net. Ja. Und da wird hier zu irgendeiner, was weiß ich, Versammlung eingeladen und sich alle zusammenschließen. Bin aber ein bisschen skeptisch. Ne? Also unabhängig davon, okay, also ich habe gar keine Einladung gekriegt. Nicht, dass ich deswegen jetzt böse wäre oder beleidigt, aber schon merkwürdig, ne? Wenn man schon alle anspricht, sollte man auch alle einladen. Aber wahrscheinlich haben sie schon gedacht, ah, der redet hier nur über sowas und findet den Viehzeug nicht gut, er findet den Frühwald nicht gut und jetzt ist er beim VSV ausgetreten und jetzt macht er uns noch madig nachher. Nee, also madig machen will ich ja keinen. Ich will nur versuchen, den Ding ein bisschen auf dem Zahn zu fühlen, was dahinter steckt. Und ich sag ja nicht, ich kenne das gar nicht, also ich muss mir das erstmal wirklich genau durchlesen. Ich sag nur einfach, vorher immer prüfen, was drin ist, ja, bevor man es auch aufmacht. Ja. Oder bevor man hineingeht. Gell. Ja, auch mir passiert das. Ne. Ich bin auch nicht gefeit davor vollständig. Ne. Ist ja logisch. So, Leutchen, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt mal in eine kurze, kleine Ohren- und Gehirnerholungspause, nämlich in eine kleine musikalische Unterbrechung. Da hören wir von The Abroad, Birth of a Soul. Ja, da spiele ich jetzt gleich ein. Und ihr könnt jederzeit natürlich mir jetzt hier noch Infos, Kommentare, Ansichten und so weiter reinschicken unter radio@wakings.net. Freue ich mich. Und dann gehen wir das durch. Ne? Ich habe mir schon eine ganze Liste hier, wenn es noch durchgehen will. Machen wir da einfach in der nächsten Stunde zu Deadline for Wakings. Radio wird hochspannend gleich noch mit Informationen. Bleibt da dran. Bis gleich. Wakings Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr die europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakings.net.
Ja, es ist Detlef wieder von Wake News Radio und hier ist der 25.09. Das heißt 2012. Ja, wir reden ja von 2012, ne? Unser Jahr übrigens. Sage ich auch mal. Und es wird hochspannend, weil in der zweiten Stunde. Und wir haben schon in der ersten Stunde über das Thema gesprochen, was heute Trumpf ist, ne? Die Qual der Wahl. Ne? Was es damit auf sich hat, könnt ihr, wenn ihr es nicht mitbekommen haben solltet, in der ersten Stunde nachher in der Wiederholung hören, die ich dann anschließend einspiele, wenn wir fertig sind. Und dann, naja, wenn ich dann fertig bin mit der Sendung, mache ich ein YouTube. Ne? YouTube sage ich immer, ich mache ein Video. Ne? Spiel's mal YouTube hoch, ne? Solange das noch geht. Ne? Demnächst vielleicht nicht mehr. Und wie gesagt, da gebe ich euch nochmal einen Tipp. Könnt ihr bei mir natürlich das auch selbst hier kriegen, ne? Die Sendung. Und nicht nur diese, eine ganze Menge Sendungen, die ich hier als DVD, ne, dann auch zur Verfügung stelle, wo man dann auch ein paar Bildchen sieht. Ne? Kann man mich erleben, live. Ne? Okay. Aber wie gesagt, da ein bisschen finanzieren muss ich mich auch. Es geht nicht anders. Ne? Und so ist vielleicht die beste Methode. Ne? Ist die Information da draußen? Kann man sie angucken? Übrigens immer wieder. Kann man auch mal andere zugucken lassen? Warum nicht? Denn wer weiß, ne? Wenn man da nicht mehr so, wenn das gesperrt wird. Ich kriege ja ständig alle möglichen Stöckchen zwischen die Beine, nicht? Vor allen Dingen bei älteren Sendungen, weil, also die ich bei YouTube hochgespielt habe, das ist der Hauptkanal, ob du willst oder nicht. Ne? Alle anderen sind nicht zu messen mit dem Marktanteil von YouTube. Das ist halt leider so. Da sind wir auch wieder auf die Globalisten reingefallen, die uns hier wieder ein, ja, ich kann eigentlich schon sagen, Monopol drauf gesetzt haben, ne? Und auch ordentlich finanziert, ne? Durch NSA, also durch den Steuerzahler, ne? Geheimdienst, USA, Globalisten, DIMS, Krebs, wie auch immer. Damit die das also hier filtern können, was wir an Informationen kriegen. Und da habe ich also ganz viele ältere Videos, die ich früher hochgeladen hatte, kriege ich ja ständig jetzt Meldungen, ne? Ein oder anderthalb Jahre später. Sie haben ein Copyright verstoßen. Ne? Irgendeine Musik, die er inzwischen irgendwo auf einer Börse angeboten hat zum Download. Ne? Jetzt schicken Sie mir da was rein. Ne? Und wenn ich mit dem Quatsch auch noch beschäftigen muss und dann auch noch, da vergeude ich keine Zeit damit. Also dann mich da auch noch da dran zu klemmen. Okay, wenn es weg ist, ist es weg. Das Video ist halt so. Ne? Und leider kann ich eben auch meine Sendung derzeit nicht archivmäßig zur Verfügung stellen als MP3 oder so zum Download, weil ich meine Seite nicht bedienen kann und ich auch keine Kohle habe. Ich kann keine neue Webseite unterhalten, das sind Fixkosten, ne? Wie auch immer ich das organisiere, ohne dass ich regelmäßige Einkünfte dafür hätte oder Gelder. Die wollen ja alle Schuldgeld. Die gucken, die sagen nicht, ach, weil der Detlef so schöne blaue Augen hat, ne? Machen wir das, ne? Oder hier, ich kann auch keinen Diesel kaufen, ne? Mit Kartoffeln. Kann nicht zur Diesel-Tankstelle laufen, ne, wenn sofern es hier so eine Globalisten-Tankstelle ist. Ne. Vielleicht beim Bauer ist es anders, obwohl der hat ja selber Kartoffeln. Da kann ich nicht hingehen mit einem Sack Kartoffeln. Na, hier, komm, schütt mal ein bisschen Diesel rein. Ne, kriege ich auch nur einen Liter dafür. Und so weiter. Obwohl es viel mehr wert ist. Der Sack Kartoffeln, 25 Kilo, ist viel mehr wert als ein Liter Diesel. Aber unabhängig mal davon, weil die Globalisten das kontrollieren. Ne? Ist so. Ja. Und deswegen mache ich das, versuche ich es mal so. Ne? Und solange man irgendwie Strom kriegt man auch eher als eben den freien Zugang zu Informationen. Weil Strom kann man selber erzeugen. Ja, es gibt sogar Batterien, die kann man laden, indem man so eine Konstruktion macht, ne? Fahrrad, ne? Kann man dann aufladen mit einem Generator. Ne? Und so. Ja, ja, gut. Das ist nur so ein kleines Beispiel. Okay, also, aber ich habe ja gesagt, was wir heute machen in der zweiten Stunde ist auch natürlich hier eure Infos und Dinger hier vorzulesen, die reingekommen sind. Und da steht hier zum Beispiel Herr Detlef, die ganze Welt ist ein Irren-Tollhaus. Da kann ich hier noch recht geben. Ne? Hallo lieber Detlef, schreibt sie, da habe ich immer mehr das Gefühl, dass die ganze Welt ein Irrenhaus ist und fast alle machen mit. Diverse Selbstverwaltungen machen sich lächerlich und unglaubwürdig und zeigen sich teilweise genauso korrupt wie die Dems. Die meisten Beamten haben kein Herz, schlafen und handeln ohne den Kopf einzuschalten, genau nach Vorschrift.
der Amtsschimmel kommt aus dem Viren nicht mehr raus. Die Konsum- und Schlafschafe in der Beerdigung, also Beerdigung, so war es geschrieben, finden Merkel gut, weil sie bei den ausländischen Politdarstellern anerkannt und gefürchtet wird. Ob behaupten diese Schafe, dass wir eine Verfassung haben, die sich Grundgesetz schimpft? Ja, dann meine Anmerkung dazwischen, das kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Ne? Was ist, hätte ich ja eh gesagt. Ne? Passt dazu. Die CDU, eine BRD-Partei, hat gesagt, was? Das Bundesverfassungsgericht, das höchste Gericht der BRD, ne? Was macht sich an, hier in die Politik einzugreifen? Wahlgesetz und was auch immer? Was? Das machen wir jetzt selber. Sag drüber, sozusagen. Ich hätte sonst was anderes gesagt. Aber sag drüber und wir ändern jetzt das Grundgesetz. Und dann kriegen wir schon wieder hin, dann machen wir das selber. Ne? Wir wählen uns jetzt selbst. Ne? Nach dem Motto, haben sie zwar vorher auch schon, aber jetzt offiziell. Ne? Das wollte ich jetzt nur noch mal einflechten. Also bitte um Verzeihung. Jetzt geht's aber hier in dieser Mitteilung. Hier war das, Sie meinen wohl immer noch, dass Sie Schäferhunde sind. Ne, die Schafe. Ne. Wenn dies so weitergeht, schmeiße ich meinen Job und werde ich Drohnenfliegerin. Dann kann ich von zu Hause aus arbeiten, muss nicht unter den Schafen. Scherz, sagt sie da. Okay, das war ein Scherz. Okay, ich kläre weiter auf, sagt sie. Und sie ist dies, solange ich es kann und nicht weggesperrt werde. Liebe Grüße. Lucky. Ja, ist der Name. Darf genannt werden. Ja, okay. Ja, das ist ein guter Hinweis. Prima. Hier kommt noch was. Hallo Detlef, ich wollte mal bei dir nachfragen, ob es sinnvoll ist, eine Gasmaske zu kaufen. Ich habe mich schon mal im Internet umgeschaut und mich verwundert immer, dass es da massig an verschiedenen Filtern zu den Masken gibt. Woher soll ich denn wissen, welches Gift die mir im Ausnahmezustand unter die Nase sprühen könnten und welchen Filter ich dann aufschrauben sollte? Ha, kannst du eine Gasmaske, die mit einem Filter so ziemlich alles wegfiltern kann, nennen? Oder kennst du eine Gasmaske? Ja gut, warum gibt es so verschiedene Filter und verschiedene, was weiß ich, damit sie was verkaufen können. Ne? Wenn es nur eine gäbe, mit allem, die alles kann, ne? Würden sie weniger verkaufen. Und so machen sie, oh, und vor allen Dingen, wenn sie dann ein Ding hätten, was also wirklich für alles gilt, dann könnten sie ja ihre Giftattacken auf uns nicht machen. Nicht so einfach, zumindest. Das kann ich dir jetzt auch nicht beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so eine Militär-Gasmaske, das ist nicht nur eine, also für jeden, der im Team ist, habe ich so ein Ding besorgt, ne? Waren relativ günstig, aber ob der Filter dann arbeitet oder nicht, wissen wir erst, wenn es dann soweit ist. Aber es beruhigt. Ne? Kaffeefilter sind auch schon mal nicht schlecht. Und so, die filtern auch schon eine Menge raus. Aber da kannst du dich immer schlau machen. Hier kannst du mal den Harald Trainer ansprechen, der hier, wenn der hört auch zu, hier, Mensch, der Harald, komm, poste mal rein hier, was wir da machen sollen. Vielleicht hast du eine Idee. Eieiei. Ja, ist unglaublich. Ja. Hier schreibt dann, hey Detlef, geht es wieder um die BRD. Ja. Das hört sich so an, wenn sich alles um die BRD dreht. Aber so scheinbar EU, ne, dreht sich ja so komplett um die BRD. BRD. Ne. Und die Schweiz auch inzwischen, ne, dreht sich voll mit. Ne. Hallo Detlef, schreibt er, wenn man wegen des fast rechtsfreien Raumes Hilfe sucht, sollte man eine der Botschaften der Besatzer aufsuchen, weil sie die Verantwortung in diesem Land haben. Anders geht es nicht. Hi. Eigentlich bringt mir das gerade auf einen spontanen Einfall. Also, wenn ihr verfolgt werdet von irgendwelcher BRD oder sonstigen Ungetümen, RFD oder ND, weiß nicht, ob das jetzt Abkürzung ist von Neudeutschland. Ich weiß nicht, ist schon wieder was Neues in Gründung? Ich glaube. Ne? Wie war das andere? Gold? Rot, schwarz oder was auch immer. Ist ja egal. Komm, wenn irgendeiner so euch verfolgt, ab in die Botschaft. Dann kommen mal 1 Million zu Besuch. Na, vielleicht nicht so viel. Also viel sind ja nicht aufgewacht. Also sagen wir mal, 1% wird verfolgt. Vielleicht ist es ein bisschen weniger. Aber gut, nur mal so. Das ist einfacher zum Rechnen. Und wir wären, komm, 80 Millionen Leutchen. Und 1% wird verfolgt. Wie viel sind das? Wer kann das ausrechnen? 10% wären 8 Millionen, also 800.000. Teilen wir auf, alle nach Berlin, auf die 4, 5,
Ja, man kann ja China auch mal wieder ein bisschen belästigen, muss ja nicht nur Frankreich sein. Ab in die Botschaften. Ne? 800.000 Leutchen in die Botschaften. Die müssen anbauen. Ne? Das ist dann so wie beim Julian Assange in London. Der ist schnell in die Botschaft geflohen vor den Londonern, den Briten, ne? Die ihn da verfolgen. Jo. Also regiert ist das liebste Spiel der Regierungen verfolgen. Naja, okay, also das wäre eine Idee. Ist ein bisschen lustig dargestellt, aber warum nicht? Ne? Könnte doch sein. Könnten wir doch mal. Hier steht was. Hi. Ja, komm. Schluss hier mit Lachen. Hi, Detlef. Westerwelle. Ja, Schwesterwelle nennen die auch teilweise. Ne? Ein bisschen lustig. Leitet ab heute als Prinz eine neue Karnevalsveranstaltung. Er leitet den UN-Sicherheitsrat. Mein Gott, wohin führt das noch? Das war aber jetzt ein echter Golsche-Alarv-Scherz, ne? Oder? Hoffe ich mal. Ne? Ah, oh Mann, ey, man weiß ja nicht mehr, wo man anfangen sollte. Ne? Hier schreibt einer. Hallo, hab mir gestern das Interview mit Katrin und dir angesehen, muss sagen, ist ja echt unvorstellbar, was da abläuft. Einiges wusste ich ja schon, aber wenn man die ganzen Details hört, stellen sich einem nur noch die Haare auf. Ja? Kann es sein, dass ich zum Zustande komme, dieses Interview ein wenig beigetragen habe? Ja, kann, das ist alles möglich. Ja. Und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das vorlesen soll. Also, deswegen, doch. Willst du? Ne, das, okay, dann lese ich es weiter vor. Komm, ich muss das erstmal runterscrollen, ob er das auch genehmigt hat. Sonst lesen ja was vor. Was da nicht hätte sein sollen. Kann es sein, dass ich zu dem Zustande komme, dieses Interviews ein wenig beigetragen habe? Katrin steht auf meiner Freundesliste und ist aber hier auf Facebook. Ja. Geraten, sich mit mir, also mit dir, in Verbindung zu setzen. Und dir ihren Fall zu erzählen. Dasselbe habe ich hier als Kommentar zu einem ihrer Videos geschrieben. Auch die habe ich gleich, nachdem ich von ihrer Tragödie erfahren habe, eine E-Mail geschickt. Mit dieser E-Mail möchte ich dir danken, dass du dich dieses Falles angenommen und dieses Interview gemacht hast. Danke. Ich hoffe nur, dass sich genug finden, die der Katrin helfen können und wollen. Finanziell kann ich zwar nicht großartig beistehen, bin selbst H4er. Aber ich schau mal, was am Monatsende noch drin ist. Okay. Zumindest habe ich das Video auf meinem FB-Account, meiner FB-Gruppe, die Checker und einer weiteren Gruppe, in der ich vertreten bin, gepostet und einen Hilfeaufruf gestartet. Und was ich noch mehr hoffe, dass ich einen Weg finde, diese Verbrecherbande dahin zu bringen, wohin sie gehört. Ja, aber, oh, da muss man jetzt langsam anbauen. Vielleicht haben sie deswegen auch dieses große NSA-Gebäude gebaut. Dass wenn sie dann mal, wenn der PC oder also Quatsch, nicht der PC, sondern der Server, also diese Computer da drin ausgedient hat, ne, die Dinger werden ja auch schnell veralten, ja, ne, kaufst du so ein Ding im Laden, ne, ist das nach 2 Wochen schon wieder überholt, ne, gibt's schon wieder ein neues Modell. Okay, also irgendwann wird dieser NSA-Rechner dort rausgenommen, ja, dann ist Platz, ne, da können sie dann die ganzen Verbrecher unterbringen, ne. Oder die anderen, oder wer auch immer, dann dafür sorgt. Ja, gut. Also warum auch nicht? Ja, gut. Also das wäre eine Möglichkeit. Keine Frage. Hier kommt was. Möchte anonym bleiben. Das ist kein Thema. Was sagst du zu diesen Artikeln? Wacht der Mainstream beim ersten Link auf von der Mainstream-Presse-Welt.de. Deutschland, Feindstaat der Vereinten Nationen. Ja? Was sagst du zu dieser Bewegung? Niedersachsen verbietet besseres Hannover. Das muss ich mir erst durchlesen. Muss ich mir mal angucken. Schauen wir mal. Ne? Hier, jetzt kommen wir auf sein. Hallo, Detlef. Gutes Thema heute. Aber hatten wir jemals eine Wahl? Die Seelen sind doch dorthin geboren worden, wo es etwas für sie zu erreichen gab. Auf welche Seite es auch gehen mag. So wie der Hermesstab, das deutlich mit den 2 Schlangen darunter dargestellt wurde, das ist ein Abbild, ja. Ich persönlich habe mich für den geflügelten Stab selbst entschieden, also keinen dieser Wege der Schlange auf dem Bild zu dieser Sendung, sondern genau in der Mitte den Kreuzungspunkt der Pfeile. Ja.
Übrigens auch ein Hallo an alle in der Runde. Ja, das habe ich doch gerne gesagt. Ne? Kein Thema. Also wer immer noch was reinschicken will, komm hier. radio@wakenews.net. Schau mal hier, was ihr mir da wieder reinpostet hier, Mensch. Hier auf den Chaträumen. Ja, gucken wir mal. Was habt ihr hier? Oh lala, oh lala, oh lala. Naja, das sind eher so mehr persönliche Informationen. Ne? Die kann ich jetzt nicht vorlesen, oder? Naja, will ich auch nicht. Hier, komm, hier, der Harald hat auch was heute gepostet. Umwelt, Alarm, Giftwolke zieht von Krefeld nach Duisburg und weiter. Ne? Das kommt wahrscheinlich auch wieder aus einer Globalisten-Firma, die eh dicht machen will, weil die Produktion demnächst nach China geht. Da kann man mehr Menschen umlegen. Ne? Da gibt's noch mehr. Okay, weiß ich nicht. Das war jetzt eine Unterstellung. Eine ganz böse Unterstellung. Ne? Also, nehme ich aber nicht zurück. Gell? Ja, also das ist ja, das ist nicht so ganz einfach. Ich, ja, Leutchen, also ich trage euch das immer so ein bisschen locker vor, ne? Aber es berührt mich auch. Ne? Keine Frage. Hier kommt was. Mensch, hi Detlef bei MM News. Gestern, die EU plant totale Internetzensur mit der Software CleanIt. Ja, ich weiß. Eben, deswegen sage ich. Also bestellt hier bei mir, könnt ihr das bestellen, kriegt ihr die. Ja, da habt ihr sie. Ja. Was war hart, Hartmann? Ja, und ihr unterstützt mich. Aber hier geht's weiter. Sämtliche Kommunikation im Internet soll demnach von Unternehmen überwacht werden. Jetzt sehe ich schon. Dem Papier zufolge, übrigens, weil die Unternehmen alle zum selben gehören. Ne? Dem Papier zufolge können Strafverfolgungsbehörden Inhalte im Netz in Zukunft einfach entfernen lassen. Sogar die Verlinkung auf terroristische Inhalte soll strafbar sein. Das bedeutet, dass kritische Inhalte ohne weiteres gesperrt werden können und die gesamte Internetkommunikation überwacht wird. Die anonyme Nutzung des Netzes soll verboten werden. Ja. Und da gibt es einen Link zu mmnews.de. Sein Kommentar dazu. Wenn die uns das Internet abschalten, sehe ich mich schon in irgendeinem Atombunker sitzend mit einem Notebook Best of Detlef Audio Clips schneiden für die Nachwelt. Ah, das kommt vom Aufgewachten. Naja, da hast du wieder Arbeit. Da hast du was zu tun. Ne, andere müssen Socken stopfen. Ne? Oder, ja, was weiß ich, ne? Ja, irgendwas schaufeln. Ne? Oder wie auch immer. Oder Steine klopfen. Und er muss Clips schneiden von Detlef für die Nachwelt. Ne? Nachwelt? Ja, Atombomben. Sicher untergebracht vielleicht. Ne? Aber dann müssen wir uns was, dann musst du das in Stein meißeln, so wie früher. Ne? Die ganze Überbleibsel kannst du auf der ganzen Welt sehen. Ne? Die hatten das schon gewusst, wie das geschieht. Da müssen wir uns aber eine neue Sprache einfallen lassen. Weil das Deutsch ist dabei ein bisschen zu, ja, zu aufwendig. Ne? Müssen wir Hieroglyphen nehmen. Und da hat ja auch einer rausgefunden, und jetzt komme ich schon wieder nicht auf den Namen, aber ihr wisst es, wer es ist. Der nachgewiesen hat, dass alle Hieroglyphen auf einen altdeutschen Text zurückzuführen ist, also auf eine altdeutsche Sprache. Ne? Interessant. Ja, vielleicht müssen wir das dann in Hieroglyphen ausdrücken, ne, demnächst. Hieroglyphenshow machen. Ja, das auch, das, man kommt immer wieder auf neue Dinge, die einen weiterbringen, oder? Das ist ja auch der Sinn und Zweck hier der heutigen Sendung. Lass da mal Gedanken drüber machen. The time after, die Zeit danach. Ne? Klasse. Super Hinweis. Ne? Also, aber ich wollte jetzt auch nicht weitermachen hier mit der Sendung. Man kommt ja gar nicht hier weiter, Mensch, wenn man in das Geschehen hier so einfach hinein redet. Die Qual der Wahl ist das Thema. Ne? Und was damit auf sich hat, gehen wir jetzt ein paar Sachen mal durch, ne? Die ich ja so auch aufgeführt habe. Also, diese Globalisten, ne? Diese Globalisten, das ist ein netter Ausdruck. Ne? Ich nenne sie DIMS, dominante irrsinnige Minorität. Ne? Das ist eine Handvoll Familien, ne? Über zwei Hände voll Familien. Ne? Auf einer Hand, bei uns im Moment sind es nur erst fünf. Ne? Sind die am Rumdoktern, dass sich das bei uns verändert? Ne? Durch die genmodifizierte Ernährung. Die von allen propagiert wird, ne? Allen voran. Ne? Obama hat da, glaube ich, 1 Million Shares drin, also Aktien drin,
das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber habe ich irgendwo gelesen, in der Genproduktionsindustrie, ja, damit auch ein bisschen ein paar Kröten abkriegt. Aber da gibt es ja diese Tierversuche und da sehen die Tiere auch nicht mehr so aus wie vorher. Also wer weiß, wenn wir da genug von diesem Genfutter kriegen, dann haben wir auch demnächst ein paar mehr Finger auf der Hand oder was auch immer. Oder Beulen auf der Hand. Okay, das sieht dann aus wie ein Finger, ne? Vielleicht. Okay, weiß ich nicht, das sind Mutmaßungen, Ansichten eines Radiosprechers im Internet, hier Detlef von Wakeness Radio. Aber die Globalisten, die wollen eigentlich was ganz Besonderes. Die wollen einen chinesischen, ja, also jeder war schon mal chinesisch essen, ne? Aber okay, das wollte ich jetzt nicht unbedingt in Verbindung bringen. Nicht, dass jetzt keiner mehr beim Chinesen essen geht. Nein, aber was die wollen also eine chinesische Art und Weise der Kontrolle für die Amerikaner, also für die US-Amerikaner, mittels Agenda 21. Also das, was sie hier schon gemacht haben, oder was sie hier schon dabei sind, umzusetzen, wollen sie auch für die Amerikaner, das sollen die auch. Die sollen auch alle chinesiert werden. Chinesiert? Ist das ein Ausdruck? Haben wir ein neues deutsches Wort gegründet. Okay, also hier gleich aufgewachter, gleich reinschnippeln. Wir werden alle chinesiert. Oder chinesiert. Andere sagen mal CH mit K ausgesprochen. Ich glaube eher so im Süddeutschen. Aber das weiß ich auch nicht so genau. Kann man herausfinden. Die wollen das also. Gefunden bei Infowars.com. Kann man dort jetzt bei mir finden. Ist klar. Weil die sehen uns ja nicht als Deutsche, als Engländer, als Franzosen, als Österreicher und schon gar nicht als Schweizer. Sondern die sehen uns als ihr Vieh. Ja, und wer da mal besonderes Interesse hat, kann sich mal anschauen, wie mit Vieh und Sklaven umgegangen wird im Stall. Ja, hat er da ein Video gesehen? Uah. Aber das hatte ich schon vorher mal gesehen, aber jetzt nochmal. Und wie Milchvieh und deren Erzeugnisse behandelt werden in Farmen in den USA, nicht? In Ohio, auf einer Dairy Farm, so heißt Milchfarm. Boah. Okay, also wenn das gesehen hast, dann machst du auch einen Bogen drum, wie auch immer. Also sehen die uns. Die sehen uns als Vieh, als Sklaven, als, ja, mit dem man machen kann, was man will. Und wir sollen eben am liebsten alle so sein, wie die Chinesen schon sind. Okay, da gibt es jetzt ein paar Aufstände und so, okay. Aber dann wird da eben mal wieder eine Ladung irgendwas reingekippt. Ne? Zum Beispiel Vogelgrippe oder Schweinegrippe oder irgendeine Mischung davon. Schweinevogel, irgendwas. Ne? Oder mal irgendwas anderes. Ne? Okay, und jetzt demnächst hier werden wahrscheinlich 1 Million Chinesen irgendwie da reingeschippert, wie sie das alles machen wollen, weiß ich noch nicht, in die USA, damit sie dort die zu erwartenden Aufstände niederschlagen können. Russen sind schon da, ne? Spätnatz, glaube ich, oder Spätnatz, weiß ich, wie es genau ausgesprochen wird. Die also schon dort sind, schon mal geübt haben, wie das geht, wie die US-Haustürklinken zu öffnen sind oder ne, wie auch immer die Fenster aufgehen. Ne? Und jetzt, ja, gut, okay, Russen gibt es natürlich schon eine Menge mehr, aber Chinesen hat es ohne Ende. Ne? Allein, da gab es ja mal früher so diesen Witz, den kennt ihr, ne? Also, wer würde einen Krieg gewinnen, wenn es wirklich mal so unter den ganzen Nationen wieder mal Krieg gibt, sind ja gerade dabei. Ne? Lass mal Atomwaffen im Moment weg und so. Also einfach nur so. Ja? Konventionellen Krieg. Das ist die Antwort ist ganz einfach. Ne? Die Chinesen, logisch, weil die haben am meisten Leute, am meisten Soldaten, ne? Brauchen auch nicht mal eine Uniform, schicken sie einfach los, die rennen alles nieder, auf der Suche nach was Essbarem und was weiß ich. Also gut, okay, das ist nur so ein kleiner Scherz. Nebenbei. Denn es geht ja schon, Weltkrieg da ist schon Gange, ne? Der US-Kongress hat ja bereits schon, beziehungsweise US-Senat, hat ja bereits schon den Krieg erklärt. Nämlich die USA erklären dem Iran den Krieg. Der einzige, ne? Das kontrollierte Opposition, wenigstens einer, der Nein sagt, das war der auch inzwischen übergelaufene Rand Paul, das ist der Sohn vom Ron Paul, der sich als
Präsidentschaftskandidat mal versucht hatte, der keine Chance hatte und der Rand Paul sich rechtzeitig verabschiedet hat von seiner Strategie und auch wieder ins Lager gerutscht ist. Aber der stellt sich jetzt dagegen. Ja gut, ja. Einen muss es wenigstens geben. Vielleicht kriegt er dann noch einen extra Bonus dafür. Der stellt sich also allein gegen die Resolution des US-Senats zum Präventivkrieg gegen den Iran. Gefunden auf Deutsch. info.kop-verlag.de. Könnt ihr nachlesen. Link habe ich hier drin. Ne? Und dann, was steckt hinter dem Dritten Weltkrieg? Ne? Da kann man das auch nochmal sehen. Da habe ich ein Video dazu gelegt. Ist natürlich auf Englisch. Der also auch hier mutmaßt, dass es wahrscheinlich eigentlich um Folgendes geht, und das hängt damit zusammen, was ich gerade schon ein bisschen gesagt habe, dass eigentlich die USA oder US-Regierung als solches ihr Land ja schon seit ewigen Zeiten, schon seit 20er Jahren, in den Konkurs oder in die Insolvenz getrieben hat und eigentlich seit der Zeit das Ding im Besitz der privaten Federal Reserve Bank ist, ne? Und deren Besitzer. Gut, es ist ja sowieso, die ganze Welt ist so. Ne? Ist ja Schuldgeldsystem, gehört ja alles denen. Ne? Diese paar Familien da haben ja alles verschuldet, ihre Schulden überall verteilt. Ne? Und das haben sie da eben mit so Tricks gemacht. Ne? Haben sie mal einen übers Ohr gehauen da, irgend so einen haben sie bestochen da. Und kurz vor Weihnachten, ich glaube, das war irgendwann 1900, irgendwann 13 oder was auch immer, haben sie da also irgendeinen Präsidenten da übers Ohr gehauen, da waren alle schon in den Weihnachtsferien und hat er dann irgendwas, ein Dekret da unterschrieben, hinterher ist abgedankt und war die Sache erledigt. Ne? Und dadurch hat er dann eben die USA verkauft. Ne? Also die Bürger der USA verkauft. Ne? Seitdem ist das so. Weiß aber auch kein Mensch. Ne? Nö, liest ja auch nicht überall. Ne? Nö. In der Blindzeitung? Nö, noch nie gelesen. Okay, wie auch immer. Jedenfalls ist das so, dass eben er dieser Ansicht ist, dass ein Amerikaner, US-Amerikaner, der das da so ausspricht, da wir überall, also die USA, überall verschuldet ist, also vor allen Dingen natürlich der Hauptschuldner ist China. Ne? Deswegen wird auch alles, was irgendwie nicht nied- und nagelfest ist, dorthin geschippert nach China, so als Ausgleich für die ganzen Schulden. Ne? Wobei auch die Chinesen, bitte, das nicht falsch zu verstehen. Das sind keine Kommunisten, ne, die ja so feindlich sind, sondern es gehört auch den Dims, der dominanten Minorität. die sind nämlich nie alle nur weiß, ja, und haben graue Haare und, ne, ne, sondern es gibt auch ein paar andere noch dabei, die auch dazugehören zum Club. Ob die nachher überleben, das Ganze weiß man auch nicht, aber zumindest gehören sie im Moment zum Club. Und die saugen also alles auf, was irgendwie geht, als Schuldenabdeckung dafür, dass sie verpflichten, bei anderen einzukaufen. Ne? Und dafür kriegen sie dann auch die Jobs, ne? Da kriegen sie Produktionsbetriebe und was weiß ich. Also das steckt dahinter. Und da die USA ja so verschuldet sind, gegenüber der chinesischen Regierung, muss man eigentlich sagen, weil die Leute haben ja nichts davon, also die Regierung, haben die ja so wahrscheinlich jetzt irgendwie vor, ja, die Kriegsbeute dann zu verteilen. Nicht? Und wahrscheinlich ist dann irgendwann, wenn die dann mitten im Kriegsgetümmel stecken, ob das gleich ein Atomkrieg wird, ist zu bezweifeln eigentlich. Das glaubt eigentlich er auch nicht unbedingt. Es wird eigentlich eher mehr so hier und da anfangen und dann Stück für Stück ist dann nachher die US-Administration in irgendeinem Bunker und dann kommen die Chinesen und sagen, ja okay, dann gehört jetzt die Hälfte davon, gehört uns und dann wird es aufgeteilt. Ja. Seine Ansicht. Könnte sein. Interessante Gedanke. Aber es ist nichts Neues, komplett Neues. Haben wir schon solche Überlegungen schon immer gehabt. Und dann jetzt hier die Dems, die haben natürlich hier, ist doch klar, die überlegen, Mensch, wie können wir denn diese Leutchen hier, die kriegen wir ja gar nicht so schnell runter, wie sie hier nachwachsen, die wachsen uns über den Kopf hier, die nehmen uns hier und nachher noch unsere Macht weg, das wollen wir nicht. Wie können wir also das ändern, wie können wir die Gefüge hier machen? Oh, was liegt dann näher auf der Hand, als eigentlich unabhängiger zu werden von den Menschen in dieser ganzen Vernichtungsapparatur und überhaupt im Dienen und im, ja, und im Sklaventum. Und da haben sie natürlich die Technik im Sinn, und haben hier Cheetah entwickelt. Ein vierbeiniger Roboter, der rennt schneller
als ein vollbepackter Soldat hinter den Truppen hinterher. Da gibt es sogar ein Video dazu. Müsst ihr euch angucken. Das ist also unglaublich. Oder dann hier, also gefunden bei spiegel.de. Das wird dann hochgelobt. Klasse, schön. Oder hier bei stern.de. Robotermaschinen wie du und ich. Weil die sind dann also auch schon so ein bisschen so menschlich. Sehen sie auch menschlich aus. Okay, dann kriegen sie es nachher hin. Brauchen sie Menschen nicht mehr. Wird abgeschafft. Brauchen wir dann noch. Macht doch nur Ärger. Müssen wir einen noch umbringen. So ein Roboter, der geht, funktioniert nachher irgendwann von selber nicht mehr. Das wird schon eingebaut. Das ist dann halt zusammenbricht oder verrostet irgendwo. Dann geht es nicht mehr. Das kennen wir doch alles. Den Autos. Ne? Wie lange halten die neuen Autos? Ja, gerade so eben, dass die Garantiezeit abgelaufen ist und dann bricht das Ding zusammen an allen Ecken und Enden. Manche natürlich schon vorher. Okay, da hat man sich verkalkuliert. Kann ich alles perfekt machen. Ne? Oder? Okay, also das ist hoch im Gange, hoch im Kurs, dass man also hier die Männchen, braucht man immer, ne, weg damit, braucht man nicht mehr. Ey, das ist unglaublich, oder? Hä? Wie seht ihr das? Ist doch einfach nicht zu fassen, ey. Gut, also wir haben die Wahl. Lassen wir das geschehen? Ja. Oder... Ja, wie sieht's aus? Was haben wir für Möglichkeiten? Kommen wir gleich nochmal zu. Ja, also Leute, ne, ist nicht so ganz einfach. Ja, und weiter im Programm, es ist natürlich auch, und das ist etwas, was auch in diesem Video kurz erwähnt wird, was ich eben sagte, was steckt dahinter? Was könnte sein mit dem Weltkrieg 3? Und das wurde ja schon seit langer Zeit angekündigt, dass man hier, oder ich habe es eigentlich auch in der letzten Sendung gesagt, ne, mit der 8-Vorhängen, ja, wer das nochmal anhören will. Auch nicht schlecht, die Gedanken dazu, dass es nämlich vielleicht wirklich eine Art von Wesen gibt, die nicht unbedingt von außen kommt, aber die anders ist als wir oder ja, zumindest ein bisschen intelligenter vielleicht, mit mehr Macht als wir direkt, vielleicht, wissen wir nicht, die aber schon seit ewiger Zeit hier sind, lange bevor es vielleicht die Menschen sogar gab, die ein bisschen hinter dieser ganzen Geschichte stecken, dass das diejenigen Strippenzieher sind, die also diese Dims auch lenken und leiten, mit denen Deals gemacht haben, die als ihre Herrschaften, als Puppenherrschaft hingestellt haben, könnte sein. Und weil, das ist ja so ein bisschen interessant immer, weil man ja weiß, dieses Projekt Bluebeam wurde lange diskutiert, diese ganzen UFO-Sichtungen. Jetzt gab es vor kurzem wieder so einen Kongress, da sollten also Insider, die Bescheid wissen sollten, wollten Enthüllungen machen über das, was sie wissen, mit UFOs, Aliens und rauf und runter und das ausgefallen. Ne? Schon wieder mal ausgefallen. Also die Eintrittspreise haben sie kassiert, aber die Informationen kamen nicht raus. Ja, also, dass man vielleicht doch annehmen könnte, dass es sich hier darum handelt, dass es irgendwas gemacht werden soll, irgendwas inszeniert wird. Oder dass die echten, richtigen Herren auf dieser Erde sich dass sie sich erscheinen lassen, dass sie sich sichtbar machen, ja, für uns. Ja, das könnte sein. Dass das jetzt also auch mit den Chemtrails und das, ja, wissen sie ja nicht alles, 100%, aber es könnte sein. Ja, und da gab es jetzt zum Beispiel auch eine neue Entdeckung, nämlich Ancient Pyramids in Antarktika. Das gibt also eine neue Station auf der antarktischen, am antarktischen Kontinent, wo also jemand da entdeckt hat beim Google, ne? Also Google Earth, ne? Haben die verwendet, hat da festgestellt, es gibt dort Pyramiden oder Gebäude oder Strukturen, die aussehen wie Pyramiden und nicht weit weg davon ist also eine neue Station entstanden. Das muss irgendeine Bewandtnis haben. Ich habe den Link dazu gesetzt mit einem Video, kann man sich anhören und ansehen. Ja? Weil das ist schon interessant. Ja, und wie gesagt, diese ganzen UFO-Geschichtchen, auch Sichtungen, die überall zu sehen sind, können eben auch Fahrzeuge sein, dieser Wesen, die also uns jetzt hier dann irgendwann dann machen sie es selber.
Ne, wenn die es nicht hinkriegen, die Dems. Mensch, zeigen sich selbst und machen sie selber hier, Mensch. Mensch weg. Und damit sie wieder Platz haben für sich selbst, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Genauso halte ich es immer noch für absolut denkbar, dass es hier so Auswirkungen von außen geben kann. Das will ich damit nicht wegdiskutieren. Aber ich halte alles für möglich. Da wollte ich es erwähnen. Ne? Weil ich es ja immer tue oder getan habe früher auch. Darüber zu sprechen. So. Aber bleiben wir noch ein bisschen in der Matrix, springen da mal wieder ein Stückchen zurück und bei mmnews.de wieder ein interessanter Artikel gefunden, Staat gegen Volk. Wobei der Titel nicht ganz richtig ist, müsste heißen Regierung gegen Volk, weil der Staat sind wir ja alle. Regierung gegen Volk und ja, das steht jetzt also schon überall. Auch das, was ich ständig propagiere, findest du jetzt überall. Das ist ja so. Denn die Regierungen sind ja nichts anderes als die Sklavenhalter, die Tyrannen, die das Volk im Zaume halten sollen. Ne? Damit die nicht ausbüchsen, damit die Schafherde zusammenbleibt und ja nicht auswuchert. Ne? Und immer schön ausgepresst wird. Denn nur wer rank und schlank ist, ne, der gibt sein Letztes. Ne, wenn irgendwo Speck ansetzt, da muss was abgesaugt werden. Also denkt er jetzt weniger an den Körper als an die Brieftasche. Ne, an die Leistungspotenzial. Ihr seid ja auch, wir alle sind das aus ihrer Sicht. Wir sind nur Human Capital. Menschliches Kapital. Wow. Ne, oder? Ich fühle mich als menschliches Kapital. Deshalb schlafe ich so schlecht, vielleicht im Moment. Schlägt sich so hart drauf auf dem Kapital. Ne? Unter der Bettdecke. Okay, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Doch lustig, oder? Also schickt mir noch was rein hier unter radio@wakeness.net. Mensch, muss hier reintrommeln an Informationen, Fragen, Anmerkungen, Ansichten. Wo kommen wir denn hier hin? Ja? Wie lange Autos halten? Dazu hatte ich gestern einen Artikel auf meinem Blog Aufgewachter geschrieben. Schreibt er hier, sinnlose Produkte, Autos halten nur 2000 Stunden. Hält so lange auch die Garantie? Wie lange hält ein Wagen? 200.000 Kilometer? Wie lange kannst du damit fahren, wenn du mit 100 Kilometer pro Stunde unterwegs bist? 2000 Stunden, ne? Also gerade mal ein Vierteljahr. Da halten ja meine Schuhe länger oder mein Fahrrad. Baut erstmal anständige Autos, die auch den Namen meines Automobils würdig sind. In der Luftfahrtbranche fallen die Jets ja auch nicht nach einem Vierteljahr, nach einem Vierteljahr. Dauerbetrieb vom Himmel. Also für einen Kleinwagenpreis von 10.000 Euro kann ich mir 200 Paar Schuhe oder 50 Fahrräder kaufen. Jetzt kapiere ich auch, wieso die Autos so teuer sind. Weil solche Stümper als Diplom-Ingenieur für Maschinenbau mit einem Jahresgehalt von 120.000 Euro nach Hause gehen. Na? Also schaut mal vorbei, aufgewachter.wordpress.com unter seinen Artikel. Klasse. Ja, so ist es. Na, oder? Das wird alles nur gemacht, um uns abzuzocken, eine Illusion zu geben, einen kurzen Moment der Freiheit zu schnüffeln und dann ist es wieder hin und nur mit schwerster Arbeit unter Sklaven, Peitschen, Knallen bist du wieder in der Lage, dir diese Summe anzusparen von Schuldgeld, um dir wieder mit entsprechender Verschuldung so eine Sache anzuschaffen. Na, okay. Ja, das ist gut. Es ist gut. Ja. Okay. Ja, also machen wir mal weiter hier. Das mit der CDU, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ne? Aber ich wiederhole es nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ne? Deutschland. Deutschland ist das deutsches Terrain. BRD, Bundestag Union, schreibt er da. Ach, das ist vom Fokus. Fokus.de. Kommt da mal auf. Gucken wir mal, was die reinschreiben. Union. Also wer das nicht weiß, wer die Union ist. Die Union ist die CDU, die christlich-demokratische Union. Ne?
Die Union will Karlsruhe Kompetenz fürs Wahlrecht wegnehmen, ne? Sagte ich vorhin schon. Die Union plädiert dafür, dem Verfassungsgericht durch eine Grundgesetzänderung die Kontrolle für das Wahlrecht zu entziehen. Und das Grundgesetz ist ja auch eine Verfassung. Ach was, da brauchen wir das Volk doch nicht dafür. Das machen wir selber. Ne? Wir sind selber das Volk. Ne? So wie jetzt beim Königreich Fizek. Ich muss das einfach nochmal sagen. Weil er wurde als der höchste Souverän vorgestellt. Das habe ich noch so in Erinnerung aus dem Text. Mit Schwert. Ne? Höchste Souverän mit Schwert. Und das ist hier der Bonus. Was ist hier die? Nee, die Union, das ist ja noch nicht mal der Bund, das ist ja eine Partei, eine private Partei. Die will jetzt hier ein Bundesverfassung, wird alles wegnehmen, von Mal zu Mal strenger und kompliziertere Vorgaben machen die uns hier ständig und sich um deren umsetzbare Aushalten Gedanken zu machen, sagt hier der Fraktionsvize Günter Krings der Rheinischen Post. Ist aber zu überlegen, wie die Regelungskompetenz von Karlsruhe zurück zum Bundestag kommen könne. Aber ich dachte zur CDU. Okay, also jetzt mal, ach komm, wir wählen uns selbst. Das wäre so, als wenn König Fizek alleine im Intronisierungssaal gestanden hätte, selbst alles gemacht hätte, sich selbst gekrönt hätte, alles selbst. Man braucht doch keinen anderen dafür. Ach was, mach ich selber. Wir krönen uns jetzt alle zum König und zum Kaiser. Brauchen wir die anderen nicht, machen wir selbst. Grundgesetz ändern ist doch kein Thema. Ach, was ist das Grundgesetz? Ja, komm, das haben die Besatzer, die uns das mal gegeben haben. Da können wir doch auch alles ändern, ne? Und Verfassung haben wir, ja, haben wir gesagt, aber ja, das Volk müsste das machen. Ach komm, machen wir selber. Ne? Brauchen wir doch nicht. Wozu brauchen wir ein Volk? Höchstens zum Arbeiten, zur Versklavung, zum Auspressen, zum Dienen. Die müssen uns dienen. Uns den Dienern. Ne? Den obersten Dienern. Naja gut, also wir, also sorry, ein bisschen Persiflage, ein bisschen durch den Kakao ziehen, gehört doch dazu, oder? Hä? Muss auch mal einer sich nochmal wieder anhören wollen, wenn ich dann nur so trocken die Fakten runterrassele. Das interessiert doch kein Mensch mehr. Ne? Nach, was weiß ich, wie viele Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, vielleicht in der Zukunft. Im Rückblick. Da wollen Sie irgendwas, auch mal was Lustiges hören. Ne? Jedenfalls, nee, zum Königreich Fizek Nummer 1. Ich hatte ja mal, bevor das soweit war, ich wusste mir ja noch nicht genau, was er da eigentlich wirklich vorhatte. Also, das war nicht so bekannt. Also mir nicht zumindest. Also, da hatten wir mal so ein Video gehört von Handwerkern, also ausgebildeten Handwerkern, die dort freiwillig Dienst taten in Fizeks jetzigem Königreich. Und dort also mauerten, ja, also was das Zeug hielt und für Engelsgeld, und glaube so ein paar Euros haben sie auch gekriegt. Ja, und da hat er gesagt, das haben wir gerne gemacht, weil die Projekte und so klangen gut. Und dann haben wir mal geschaut und ja, und dann hat er ein bisschen kritisiert, ne, das wollte Herr König Fizek, jetzige König Fizek nicht, damals schon nicht. Und also Kritik war schwierig. Und dann kam noch das ganze Material, was sie dort eingekauft hatten. Hä? Das ganze Material, was sie eingekauft hatten, war minderwertig. Und da sagte der vom Fachstammende, das hält nur nicht sehr lange, was da gebaut wird. Das heißt, wenn das jetzt dieser Intronisierungssaal war, der da gebaut wurde, auch von mit seiner Hilfe, der wird nicht lange halten. Also tausendjährig. Wahrscheinlich nicht. Aber da gibt es schon Beispiele anderer Art. Das hat nie lange gehalten. Also auch schon von den Gebäuden her nicht. Ne? Das meine ich jetzt also vor allen Dingen. Das ist aber eine eher technische Frage. Ja, also das wollte ich noch eben erwähnen. Ich dachte, das ist doch lustig, ne? Oder? Ja? Muss man doch sagen. Jedenfalls, also das... Das konnte ich mir jetzt nicht vergleichen. Jedenfalls, ich komme immer noch nicht drüber hinweg, was ich davon halten soll, ne? In der Qual der Wahl, was man dazu sagen will. Okay, das hatte ich jetzt gesagt. Jetzt kommt, noch war es natürlich hier, komm,
lassen wir doch hier bitte schön nicht die Finanzen außen vor. Ne? Da habe ich einen ganzen tollen Artikel gefunden. Okay, jetzt schwenken wir mal in die Schweiz. Ne? Das ist auch schon zwischen Europa, EU, ne? Gehören voll dazu. Wenn es nach den Regierenden geht. Also die Nationalbank. Also in der Schweiz gibt es eine Nationalbank, SNB genannt, Schweizer Nationalbank, die ist aber privat. Oh, steht auch nicht so immer in so einem Artikel genau drin. Denn es ist eine Aktiengesellschaft. Ne? Und man kann mir nicht erzählen, dass eine Aktiengesellschaft eine Staatsbank ist. Ne? Gibt's nicht. Eine Aktiengesellschaft hat Aktionäre mit Interessen. So, also Nationalbank trägt zu Ungleichgewicht in Europa bei. Wieso das denn? Ja? Mensch, Schweiz gehört doch zu Europa. Und da steht, die übrigens erschienen bei Basler Zeitung, ne, aus der Schweiz. Die SNB kauft nach Einschätzung der Ratingagentur Standard & Poor's, Klammern Rothschild, im großen Stil Anleihen starker Euro-Länder wie Deutschland, Holland oder Finnland. Ne? Ja, wir gehören ja doch dazu. Ne? Haben ja auch ihren Frankenkurs fix an den Euro gebunden. Ne? 1,20. Ne? Die SNB widerspricht. Na ja, klar, logisch. Die nationale private Schweizer Bank. Nee, die Schweizer nationale Privatbank. Nee, die. Okay, ihr wisst, was ich meine. So, und da steht ein schönes Bild von dem Hauptportal. Dieser Bank mit dem Untertitel Devisenreserven blähen sich auf. Ja. Okay, die Ratingagentur Standard & Poor's, so ist es hier in dem Artikel weiter aufgeführt, schätzt in einer heute veröffentlichten Analyse, ja, haben wir reingucken dürfen, was Rothschild in seinen Büchern, in der BIZ, ja, nebenan, Bank für internationale Zusammenarbeit in Basel stehen hatte, dass die Schweizer private Nationalbank von Anfang 2012 bis Juli 2012 Regierungsobligationen von starken Euro-Ländern wie Deutschland, Frankreich, Niederlande, Finnland und Österreich in Höhe von 80 Milliarden Euro gekauft hat. Dies entspricht knapp der Hälfte des durch Anleihen gedeckten Finanzbedarfs dieser Staaten. Die SNB selbst gibt keine Details darüber bekannt, wie sie ihre Reserven im Schuldgeldprinzip, bewirtschaftet. Ja, das Schweizer Gold ist auch schon längst verschwunden. Ne? Das ist schon längst bewirtschaftet, das Schweizer Gold. Das haben sie vielleicht einfach nur von einem Haus ins andere gefahren. Ne? Also von, ist nicht so weit weg, ne? Schweizer Nationalbank in Bern, ne? Die BIZ in Basel, naja, sagen wir so rund 100 Kilometer. Viele, viele LKWs oder was auch immer, Züge unterwegs gewesen. Und schwupps, war das Gold weg. Okay. Das ist aber bitteschön eine absolute Unterstellung von mir. Eine Ansicht. Eine Meinung. Vielleicht sogar. Okay, wie soll ich das hier ersparen, was da sonst noch so drin steht. Aber, ja, tja, was sagt man jetzt dazu? Ne? Also, ja, da fällt dir nicht viel ein dazu. Das ist also, ja, so Finanzterror. Ne? Da wird am Volk vorbei sowieso immer gewirtschaftet und immer von einer Tasche in die andere desselben Besitzers, nunmehr Eigentümers. Wahrscheinlich verschwunden. Okay, Hi Detlef, so schaut's aus, schreibt hier jemand. Habe gestern einige Posts an die sogenannten alternativen Medien in Anführungszeichen geschickt, die aufdecken, was hinter Fizek und Frühwäldchen steckt und um Stellungnahme gebeten. Rate mal, was bis jetzt zurückkam von Bewusst TV und Time to Do. Was kam denn so? Hat er mir nichts dazugelegt. Okay. Ja, also, ja,
Oder haben die es gar nicht angenommen? Kam die E-Mail zurück oder was? Ja, sorry, es ist für mich auch ein Aufwachprozess, in dem ich mich selbst befinde, wie ihr unschwer ja aus meiner heutigen Sendung herauslesen könnt. Ja, dass auch ich etwas verwirrt bin, hier und da. Und auch die Dinge manchmal etwas anders eingeschätzt habe, als sie sich mir jetzt heute darstellen. Das habe ich auch schon erklärt. Das dürfte man nicht übernehmen. Ich kann ja auch dazu lernen, oder? Ich kann auch mich bilden. Ich kann auch mich informieren, oder? Ha? Ah ja, hier, komm. Da kommt, da habe ich schon das erste wieder nicht ganz richtig wiedergegeben. Ich habe nur eine Teilgeschichte erzählt. Da ging es nochmal um die USA. Ne? Die wurde nicht nur am 23. Dezember 1913 durch Woodrow Wilson, das war der damalige Präsident, von dem ich sprach vorhin, sozusagen verkauft, sondern schon 1871, indem die Illuminati die USC gründeten, nämlich die United States of Corporation, die Vereinigten Staaten der Konzerne. Das ist richtig, aber die Verfassung wurde erst 1913 tatsächlich dort eingebracht. So, so dass man auch mal Präsidenten unterschreiben ließ. Ne? Oder? Naja, gut, streiten wir es nicht. Gell? Jedenfalls schreibt er hier weiter. Und Obama, ja, wobei Obama offiziell der Geschäftsführer in diesem Verbund ist inzwischen. Kommt euch das bekannt vor? Man muss einfach mal im Fernsehen oder in Zeitungen darauf achten, wenn Obama unterwegs ist und die Nationalflagge entweder an der Staatsgarosse oder vom Rednerpult eine Goldumrandung hat, dann ist das die Fahne der USC, der in Wirklichkeit in ihrem Namen redet und handelt. Die normale Flagge, die wir kennen, hat keine Gültigkeit. Sie wird nur gehisst, damit die Menschen, Zivil- und Militärsoldaten, das Gefühl haben, alles geht rechtens zu, also als Souveräne. Ne? Fazit, Deutschland ist in der jetzigen Situation nicht damit allein. Ob das tröstet? Nee, nicht wirklich. Aber es ist natürlich, dass die uns an der Nase herumführen. Nur, und da ist der Punkt. Die einzige Lösung, die ich anbieten kann, ist nicht das Nennen irgendeiner Organisation oder einer Person, der man sich anschließen muss oder sollte oder ja dürfte. Sondern wir müssen alle selbst aufwachen und selbst die Sachen in die Hand nehmen. Und das rumerzählen. Und dann, das ist der einzige Weg. Du kannst nicht irgendeinem hinterherlaufen, irgendeinem Dackel. Ja, das geht, das haut nicht hin. Das geht einfach nicht. Und auch wenn sich da nun wieder einige da bemüßigen, irgendwie Leute zusammenzurufen, das ist nicht der Weg. Also das ist es ja irgendwie nicht. Ja, es ist schade, dass ich euch auch keine Patentlösung hier präsentieren kann. Wenn ich sie wüsste, würde ich sie euch gleich bitte mitteilen. Ich habe ja immer mal hin und wieder darauf hingewiesen, habe gedacht, das wär's. Aber auch ich kann meine Ansichten durchaus mal ändern und so weiter. Tja, so. Jetzt kommt noch eine letzte Info hier, ich lese noch vor, bevor wir in die Wiederholung gehen. Heiner Etlepp, du sagst es vorhin, der Staat, das sind wir, so sollte es sein. Aber ich glaube, mit dem Bezug auf den Staat waren mehr die 652 Geschäftsleute im Bundestag, Privatleute im Bundestag und die 16.384 höheren Staatsbediensteten sowie die 5,2 Millionen Beamten gemeint, die sich mit ihrer beschränkten, in Anführungszeichen, Wahrnehmung mitschuldig machen. So ähnlich wie es auch im Ausschnitt des Hörbuchs Nachricht an das Stimmvieh beschrieben. Auf dem Portal des Webradios Millennium FM gibt es einen knapp 21-minütigen Ausschnitt namens Nachricht an das Stippvieh aus dem Hörbuch und Roman The Iron Web von Larkin Rose zu hören. Wer wissen möchte, wer oder was sich hinter diesem Staat verbirgt, sollte dem Autor sehr genau zuhören, der übrigens sehr am Wunsch von einem Traum auf klingenden Flügel begleitet wird. Nicht so, ach, das hat übrigens der König Vizek auch gemacht. Der hat auf seinem Flügel schöne Unterhaltungsmusik geboten. Na, am Ende des Videos. Das hatte ich gerade zufälligerweise mitgekriegt. So, wenn man sich erstmal nach den ersten Minuten an den ungewöhnlichen Stil gewöhnt hat, fallen einem die Schuppen von den Augen, habe zu dem heiklen Thema extra einen Artikel mit dem Links zum Hörbuch gepostet beim aufgewachter.wordpress.com. Könnt ihr das anhören, ansehen und wir sind jetzt durch, Leutchen. Ne? Und ja, nächste Sendung ist am Donnerstag diese Woche.
Ich spiele euch jetzt zum Ausklang von Puri Teja Lonely. Ja, und hinterher schalte ich dann um. Kommt noch irgendwas? Nämlich Crazy Guy spielen wir dann noch dazwischen. Bleibt also dran. Wiederholung wird eingespielt. Ich sage vom Regnes Radio. Ist klasse, dass ihr da wart. Bis Donnerstag, 16 Uhr, live! Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr die europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.